Einen wunderschönen guten Tag, liebe Marktteilnehmer, zum heutigen JFD Live-Event. Kurz mal Frage, ob ich zu sehen, vielmehr unsere Webpage zu sehen ist und ich zu hören bin, Chris Kämmerer on Air. Und es kommt auch schon in den Chat hinein. Und ich sehe auch, dabei ist auch der liebe Sascha, der heute hier mit als Protagonist am Start ist, um den Markt in den USA zu covern. Spannenderweise Dow Jones gestern die 30.000 Punkte geknackt, historisch All-Time-High, und man könnte eigentlich nur noch jubeln, wenn die parabolischen Kurse nicht dann doch so steil wären, wie sie denn sind. Trotzdem, Aktien werden weiter ihren Zufluss finden. DAX hier auch das Upgrade auf 40 Indexmitglieder. Also es überschlagen sich hier die Ergebnisse für die Marktteilnehmer. Ich freue mich aber in jedem Fall, dass wir heute mal, ja, wieder mal was ganz anderes haben, nämlich eben auch wieder einen neuen Teilnehmer, einen neuen Partner, einen Gast, den ich hier aus früheren Zeiten schon von der World of Trading noch in Frankfurt in früheren Zeiten ja sozusagen treffen konnte, durfte. Dieses Jahr natürlich wegen Corona entfallen, der ganze Event. Aber dort habe ich den lieben Sascha kennengelernt und ich slide gleich mal rein. Deswegen seid ihr ja praktisch auch heute hier, nämlich zu unserem Live-Event Trading Dow Jones. Also der liebe Sascha ist hier im Intraday-Trading aktiv, hat ja auch mit seiner Trading for You Company auch ein kleines Trader-Team etabliert und arbeitet sozusagen eben hier an der täglichen Marktbetreuung. Und da freue ich mich sehr, Sascha, dass du heute zugegen bist. Ich schalte mal kurz das Mic ein, beziehungsweise lass mich mal wissen, ob du dein Mic einschaltest. Ein kurzes Hallo und dann würde ich sozusagen auch gleich das Intro beschließen wollen, nämlich weil wir natürlich heute mal erfahren wollen, was sozusagen an den Märkten abgeht. Wir haben natürlich morgen Thanksgiving. Das ist jetzt so ein Stück weit der Wermutstropfen, wo man sagt, okay, vielleicht geht die Volatilität weiter zurück, vielleicht wenig Action, aber unter Umständen hat Sascha hier dennoch seine Features, um aktiv zu sein. So, Sascha checkt jetzt einfach mal hier, ob er das Mikrofon online legen kann. Wie gesagt, sehen wir. Ah, da ist er doch zu hören. Ich habe einen kleinen Hall gehört. Sascha, Grüße. Mahlzeit, Christian. So, hört man mich? Laut, Also, deutlich. super klar. Ich würde fast meinen, du hast so ein offenes Mikrofon, aber ich verstehe dich sehr gut. Schönen Nachmittag an alle. Heidrun, auch Grüße an dich. Holger, hey, Holger, mein Bester. Auch heute mal am Start, freut mich. Wir haben ja übrigens am Mittwoch immer parallel mein Devisenradar-Webinar. Wir haben das jetzt wegen Thanksgiving. Eigentlich wollten wir ja morgen unseren Event machen oder hätten wir praktisch vor verschlossenen Türen unseren US-Handel vollziehen können, weil ja die US-Börsen morgen zu sind. Deswegen haben wir das heute umgeswitcht und es gibt sozusagen jetzt zwei Parallel-Webinare. Für die Hardcore-Devisen-Fans ja immer mittwochs 15 bis 16 Uhr das Devisenradar-Webinar. Ja, da ist allerdings der liebe Markus jetzt gerade online und vertritt mich hier. Ich gebe mir natürlich die Ehre mit unserem Sascha und das ist ein Auftakt, Sascha. Ich begrüße dich erstmal, du bist super zu hören. Vielleicht kann mir der ein oder andere Teilnehmer das auch nochmal bestätigen. Freue mich auf jeden Fall, dass du dir die Zeit nimmst und bin sehr gespannt auf deine Skills und auf deine Vorgehensweise, summa summarum. Ja, danke, mein lieber Christian. So, ich glaube, ich stelle mich am besten mal erstmal kurz vorher vor. Ich weiß ja, dass der ein oder andere Schüler von mir hier auch ist. Das habe ich ja gerade schon bei uns im Chat gelesen. Ja, ich habe, wie der Christian das sagte, ich habe 2017 die Trading for You gegründet, weil so als kleiner einleitender Satz ist das immer eigentlich ganz cool. Mein Sohn war im Kindergarten und sagte, oder es wurde gefragt, was denn der Papa macht. Mein Sohn sagte, ja, mein Papa nimmt anderen Leuten das Geld weg, um davon super zu leben. Out. Jeder dachte, ich bin ein Verbrecher, ich war nicht mehr im Elternbeirat. Und deswegen habe ich damals die Trading for You gegründet, um wirklich Menschen zu helfen und Menschen auch irgendwo voranzubringen. Das heißt, alles das, was ich gleich entweder handle oder was ich erkläre, mache ich grundsätzlich immer live vor. Das heißt, vor meinen Schülern, live vor Facebook, live überall. Weil ich finde es ziemlich haltlos teilweise. Man wird gesagt, ja, steig da mal irgendwann ein und irgendwann aus und im Endeffekt läuft dann gar nichts. Das ist mir durchaus klar. Und deswegen habe ich, wie gesagt, das Ding einfach mal gegründet. Und ja, Christian und ich, wir haben uns lange und lange unterhalten. Ich bin so kein Freund von neuen Sachen, bin ich ganz ehrlich. Und ja, wie gesagt, jetzt habe ich sehr schön hier hingefunden. Ins Live-Trading rein. Ich sehe noch deinen Bildschirm, richtig?
Christian. Absolut, lieber Sascha. Ich würde dir das auch gleich rüberwerfen. Dürfte alles ganz unkompliziert sein. Da führe ich dich auf jeden Fall durch. Erstmal danke für das Intro. Wir haben uns jetzt, sage ich mal, nicht vorbereitet, wer welchen Speech übernimmt. Ich habe einfach dein Mic mal angeschaltet und gesagt, hey, sag doch mal was durch den Äther, ob du gut zu hören bist, ob die Teilnehmer dich hören. Und insofern wunderbar. Danke auch für das kleine Intro. Das war jetzt ein Stück weit ad hoc. Ich würde eh den Bildschirm rübergeben. Vielleicht hast du auch noch einen kleinen Slide zu dir dann noch vorbereitet. Aber du sprachst eben was Wichtiges an. Erstmal willst du ein bisschen hier deine Sichtweise der Märkte, deine Vorgehensweise repräsentieren? Und da ist es natürlich ganz wichtig, liebe Leute, wir haben hier natürlich klarerweise immer den Risk Disclaimer. Ja, alles, was wir machen, gerade wenn wir auch mit Live-Konten handeln, wenn wir Live-Action machen, ist es niemals eine Handelsempfehlung. Und auch wenn ich das jetzt hier nicht alles runterbete, weil ihr genau wisst, worauf es ankommt im Handel, jeder hat Selbstverantwortung, jeder weiß, wo er den Stop setzt und jeder drückt auch selber auf den Button, wenn er den will. Das heißt, hier muss man am Ende des Tages Klarheit besitzen und auch sich der Risiken bewusst sein, gerade wenn wir uns hier im Indexbereich CFD mit Hebel eben oder auch natürlich klassischer Forex-Handel, Devisenhandel, da handeln wir die vierte, fünfte Nachkommastelle logischerweise auch mit einem Hebel. Und da ist es natürlich wichtig, dass dieser Hebel nicht, wie uns oft verkauft wird, nur in die positive Richtung ausschlägt, sondern klarerweise auch mal ganz schnell nach hinten. Und wir sind bei JFD ohnehin kein Freund von großen Hebeln, hatten auch damals als andere Broker schon die 888 oder die 1 zu 1000 aufgesetzt haben, uns weit davon distanziert, weil natürlich der Hebel, wie gesagt, 1 Euro einsetzen, 1000 Euro bewegen am Markt, genauso auch in die Gegenrichtung ausschlagen kann. Und logischerweise im Sinne der Market Maker ist das auch ein Ziel, damit natürlich das Konto relativ schnell vor die Wand gefahren wird. Das ist nicht unser Ansatz. Deswegen, wer hier neu und frisch dabei ist, liebe Leute, JFD, eine andere Ethik des Brokerages, eben hier intermediär den Trade nehmen, an den Liquiditätspool liefern und hier klassisch wie der Postzusteller mit einer Kommission sozusagen den Handel abgeordert wissen, ohne eben gegen den Kunden zu handeln, ohne irgendwelche Spikes zu erzeugen. Und das ist schon eine Grundethik, wo ich sage, da, liebe Leute, sucht euch immer aus, mit wem ihr handelt. Insofern ganz wichtig, dass ihr das wisst und eben auch berücksichtigt, dass wenn der Sascha hier in die Vollen geht, sozusagen jeder auf eigenes Risiko einfach nur lernen soll und das niemals auch Handelsempfehlungen sind. So, jetzt habe ich, glaube ich, so ausführlich, lieber Sascha, habe ich das noch nie gemacht, aber ich bin auf jeden Fall mal gespannt, was du hier darbietest. Ich freue mich auf eine gute Stunde, anderthalb Stunden haben wir so circa am Fokus. Wie gesagt, wenn die Märkte nicht mehr hergeben und du sozusagen mit deinem Intro, mit deinem Education-Style durch bist, müssen wir es auch nicht in die Überlänge ziehen. Ich freue mich auf jeden Fall, dass wir eine hohe Teilnehmerquote haben. Es strömen auch jetzt noch ein paar rein, also insofern sehr, sehr gut. Ich muss das mal überblicken, aber das sieht wirklich gut aus. Also insofern, the stage is yours. Frage, lieber Sascha, wenn du jetzt loslegst, ich gebe den Bildschirm gleich rüber. Wenn Fragen zwischendurch sind, soll ich die irgendwie sammeln, am Ende nochmal summieren oder magst du die gleich eingestreut haben? Also Fragen werden mir immer so, ich mache eine kurze Pause, frag dann sind Fragen. Wenn Fragen kommen, immer mit so einem Stichpunkt, wenn wir dann so ein bisschen was überspringen, dann schaffen wir das meistens nicht, diese Frage dann wieder zuzuordnen. Jede Folie hat eine Überschrift und wenn ihr eine Frage zur Folie habt, dann bitte zur Folie stellen, wenn wir im Live-Handel selber sind. Sofern ich nicht im Trade selber drin bin, stellt die Frage, der Christian grätscht da rein. Ich kenne das, also Super. ich das ist durchaus für mich normal, dass ich beim Traden nur bei der Analyse unterbrochen werde. Also alles in Ordnung. Jetzt Das ist auch auch meine ein, Antwort. ja. Bitte? Das ist aber auch eine Herausforderung, in der Tat, weil wie gesagt, wir haben ja mit dem Markus und mit dem Andreas Live-Trainings oder früher auch viel mit dem Heiko Behrendt und Scalping hier. Das ist natürlich echt eine Herausforderung, hier live am Markt zu agieren und das gleichzeitig noch education-technisch zu betreuen und zu erklären. Also Hut ab. Ich meine, viele arbeiten da auch mit Demokonten, was auch nicht verwerflich ist. Aber wenn man es live macht, ist es natürlich immer noch eine andere Nummer. Insofern, wie gesagt, freue ich mich drauf auf die nächsten Minuten, gegebenenfalls Stunden und würde dir den Bildschirm jetzt rübergeben. Ansonsten für alle anderen, das Intro von JFD ist vollzogen. Mittlerweile eben auch hier im Verbund der JFD Bank im Rahmen der Wertpapierhandelsbank, die wir ja übernommen haben. Insofern hat ja jetzt auch JFD sozusagen ein Dreierlei an Lizenzen, europäisch, deutsch und international. Da unterscheiden wir uns doch schon auch zu vielen, vielen anderen Brokern. Über dies natürlich hier der kostenfreie Aktienhandel. Ich verweise hier nochmal wichtigerweise drauf,
Das ist kein Intraday-Scalping-Aktienhandel, das ist klassischer Aktienhandel und ihr könnt Aktien kaufen, verkaufen, wie ihr wollt, aber nicht sozusagen im Minutentakt oder mit Algorithmen irgendwie versuchen, die Facebook- oder Apple-Aktie da 100 oder 1000-fach am Stück Tag durchzurouten und da eben den Scalp-Vorteil zu ziehen. Dafür ist der kostenfreie Handel nicht gedacht, das ist wirklich ein Investment. Und Sascha, ich weiß auch aus deiner Gilde, dass hier die Trader bei dir, wenn sie denn, sage ich mal, im Markt agieren und dann sozusagen Profite erwirtschaften, diese auch gern in physische Aktien anlegen und das, wie gesagt, ist ja bei uns mittlerweile auch möglich und auch ein großer Unterschied zu, ich will mal sagen, zu klassischen reinen CFD und Forex-Brokern. So, jetzt gebe ich dir aber mal den Bildschirm rüber, lieber Sascha. Jetzt wird gleich eine Abfrage kommen nach dem Motto, welchen Bildschirm du favorisieren möchtest. Und Das zwar, jetzt dürfte es kommen. Da müsstest du einfach mal schauen, dass du den Bildschirm sozusagen auswählst, den du denn für denjenigen da übertragen. Ich weiß nicht, mit wie vielen Monitoren du überhaupt arbeitest. Wir haben unseren Dennis Gürtler, das ist ja auch sozusagen einer, der bei uns mit bei JFD Wealth agiert. Der hat ja in der Tat 16 Bildschirme zu Hause. Das ist schon, also ja, outstanding, will ich fast sagen. Und jetzt sehe ich aber deinen Bildschirm. Perfekt. Okay, also ich arbeite mit dem Webinar-Computer immer nur mit drei Bildschirmen, aber die brauche ich auch alleine, um die Fragen zu sehen oder Super. beziehungsweise die Fragen zu beantworten. Jetzt habe ich eine Frage und zwar, bei mir schwankt immer irgendwie, dass ich so ein bisschen Internetprobleme hier habe. Kann man mich klar und deutlich verstehen? Kann man den Bildschirm klar und deutlich sehen oder gibt es Sehr gut. da Probleme? Ich warte nochmal auf ein Feedback von den Teilnehmern. Hier nochmal der Aufruf überhaupt, liebe Leute. Wer Fragen und Anregungen hat, wie gesagt, Sascha hat schon erklärt, schießt einfach rein. Alles gut. Ich höre es auch alles bestens. Bild und Ton gut. Rolf, Adam, vielen Dank. Auch hier an Klaus und dem Rest vom Schützenfest. Und du bist zu sehen, gut zu hören. Da sehen wir dich auch schon, deine Slides. JFD Live. Insofern, die guten ersten 10 Minuten sind rum. Ich würde sagen, klingt wie eine Blechdose. Klaus, das ist jetzt ein anderer Klaus, sagt, klingt ein bisschen wie eine Blechdose. Das meinte ich ja, dass du wahrscheinlich so ein Mikrofon benutzt, was im Raum hängt, oder? Kann das sein? Ja, so ein rotes Standmikrofon ist das, ne? Genau, das ist einfach, dass du hier einen größeren Radius, das hört man ein bisschen, aber Blechdose, Klaus, wir verstehen dich in jedem Falle gut. Und insofern sehen wir dich jetzt auch hier, sage ich mal, per Bild dargestellt. Und ich ziehe mich jetzt so weit zurück, lieber Sascha, wünsche dir viel Erfolg, bin gespannt, was du reinhaust. Wie gesagt, heute unsere Premiere, unser Debüt und wollen doch mal sehen, nebenbei bemerkt, ob wir da hier und da noch das ein oder andere Gimmick vielleicht kreieren können, Schrägstrich, aufbauend auf dieses Startwebinar, vielleicht auch noch ein bisschen mehr Skills in kommenden Serien verwirklichen werden. Aber dazu dann peu à peu mehr. Ihr seid ja jetzt hier erstmal da, um Sascha zu erleben. Also, the stage is yours, Sascha, und viel Erfolg. Ja, danke schön. So, dann würde ich sagen, wir starten am besten mal. Ich bin übrigens immer so ein Freund von Interaktion. Das heißt, ihr schreibt irgendwas und ich erkläre euch das gerne nochmal im Detail und nochmal wieder. Im Normalfall gehe ich nicht, bis nicht die letzte Frage beantwortet ist. Da muss ich jetzt aber hier ein bisschen vorsichtig sein. Wenn ihr wirklich Fragen habt, dann wisst ihr auch, wie ihr mich findet. Und wenn ihr dort nochmal die Frage stellt, ich beantworte die euch auch persönlich, entweder ich oder einer aus meinem Team. Ich glaube, jeder weiß, wie er mich zu finden hat. Google macht es ja heute möglich. So, ich bin der nette Mensch da vorne auf dem netten Bild. Ich bin Sascha Finzer, ich bin jetzt nun hauptberuflicher Händler seit weit über 15 Jahren, dass ich damit mein Geld verdiene. Was ich sagen möchte, ich nehme heute zwar ein Echtgeldkonto, aber es ist ein Echtgeldkonto, was ich nicht zum Leben brauche. Also das Geld, was da drin ist, das kann ich verpulvern, das kann ich wegballern, es stört mich nicht. Es ist für mich ein absolutes Risikokapital, wo ich sage, ja, wenn weg, dann weg. Das ermöglicht mir aber, Fragen hier zu beantworten. Das ermöglicht mir hier auf die ganze Materie einzugehen. Ich mache jetzt im absoluten Schnelldurchlauf einmal ganz kurz die strategischen Grundsätze, die ich verfolge. Minimalen strategischen Grundsätze und dann gehen wir auch gleich in den Chart. Wir haben jetzt noch 15 Minuten. Also vor 15:25 Uhr circa handle ich sowieso nicht. Vor 15:35 Uhr, vor 15:40 Uhr setze ich sowieso kein Trade ab. So, es gibt einen Satz und der kommt von Charles Henry Dow. Der ist eigentlich so wichtig und jeder Retailer versteht ihn eigentlich nicht. Trennen Sie, was Sie sehen, nicht, was Sie denken. Immer wenn ich, oder ich habe das Gefühl, immer wenn ich eine Limit-Order im Markt habe, dann trade ich, was ich
was ich gerade denke, aber nie das, was ich sehe. Deswegen arbeiten wir eigentlich gleich nur mit Stop-Ordern. Wie gesagt, Charles Henry Dow zurzeit leider gerade tot, aber die Thesen, die er mit uns auf den Weg gegeben hat, das ist das, wo ich nach heute handle und ich komme da sehr gut mit zurecht. Ich sehe den Markt immer so, sofern wir keinen Bullen- oder Bärenmarkt haben, wie der Christian das gerade sagte, habe ich eine dreiläufige Bewegung nach oben hin und eine Zweierkorrektur. Das ist immer das, was ich im Chart sehe. Das ist auch das, was ich im 1-Minuten-Chart für mich immer wieder anwende. Das heißt, in den höheren Frames schaue ich immer, wo werden Punkte zum Beispiel gebrochen, wo werden Punkte angelaufen. Und in den ganz, ganz kleinen Frames versuche ich natürlich, die Bruchpunkte, wie wir sie hier im gestrichelten Chart eingezeichnet haben, zu handeln als Bruch, dann wiederum in den nächsthöheren Chart rein. Also diesen Bruch auf Punkt 2, die meisten müssten ihn kennen, ist da das, ich sag mal, das die Grundvoraussetzung meistens gegeben von jedem wirklichen Händler. Was ich überhaupt nicht mag, das sind sogenannte Fehlausbrüche nach unten hin. Sollten wir Fehlausbrüche haben, ziehe ich mich ganz gerne aus dem Markt sofort zurück, weil ich weiß, dass ein Trend zu 70% fortgesetzt wird. Und immer dann, wenn ein Trend zu 70% fortgesetzt wird und ich einen Fehlausbruch hatte, ist das immer sehr schwerlich für mich, dann wirklich umzudenken. Ich möchte eine Tradesicherheit von circa 80 bis 90% haben, die ist dann aber nicht mehr gegeben, sobald ich einen Fehlausbruch habe. Ich habe vor einiger Zeit mir die Märkte, die ich immer wieder handle, sehr genau angeschaut. Und ich komme auch gleich nochmal auf die Märkte, die es sind, die es dadurch betreffen. Wenn ich die erste Bewegung 100% habe, und ich die zweite Bewegung mehr als 100% habe, dann folgt sehr oft eine dritte Bewegung zu ungefähr 70%. Es sei denn, wir haben einen sogenannten Bullen- oder Bärenmarkt. Die darauf folgende Korrektive beträgt dann wieder die erste Bewegung beträgt 100%, wie man es hier vorne sieht. Und der zweite Bewegungsast sollte dann nicht mehr die 99% überschreiten. So kann ich dann in den nächsten Markt hochlaufen. Was für mich immer super wichtig ist, ist die sogenannte Großwetterlage. Das heißt, ich habe einen Primärtrend, ich habe einen Sekundärtrend und ich habe einen tertiären Trend. Also quasi einen langfristigen, einen sekundären und einen tertiären Trend. Was wir jetzt unten sehen, den primären Trend, ein Jahr bis mehrere Jahre, ist natürlich für mich als 1-Minuten-Scalper völlig irrelevant. Das heißt, ich breche mir die primären, sekundären und tertiären Trends genau so auf, wie sie für mich wichtig sind. Charles Dow hat wahrscheinlich nie daran gedacht, dass es irgendwann mal Supercomputer gibt, wo ich von zu Hause aus im Tick-Chart handeln könnte. Deswegen die untere Legende sollte sich jeder, wenn er das handeln möchte, sollte sich dann jedes Mal seine drei Trends raussuchen. Für mich ist immer wichtig, und das ist ja das, was ich gerade eben schon gesehen habe, wir haben eine Akkumulationsphase, da möchte ich rein. Das heißt, ganz, ganz filigran unten in den Unterkanten reinzukommen, meine Position laufen zu lassen, mich bei der Phase der öffentlichen Beteiligung quasi im Markt durchspülen lassen, vielleicht noch mal ein paar kleine Zukäufe machen, um dann in der Distributionsphase mich rauszukaufen. Das bedarf etwas Übung und es bedarf auch sehr viel, wie soll ich das sagen, sehr, sehr viele Stunden vom Chart, den Chart zu beobachten. Und irgendwann ist man so weit, dann sieht man genau diese drei Phasen immer wieder. Oder ich sehe, ob ich einen Bullen oder Bärenmarkt vor mir habe. Wichtig für mich sind zwei Level. Das 61,8er bis zum 66er und das 38,2er bis zum 33er. Das sind für mich zwei Widerstandszonen, die ich immer gerne nutze, weil sie mir sagen, Kurs günstig oder ist der Kurs teuer, wo mag ich da Bruchpunkte haben. Das 50er sowie das 23,6er für mich recht unrelevant, aber ich gucke da schon mal drauf, kann der Kurs jetzt dort brechen? Und dann natürlich meine Ziele dementsprechend in die Zielbereiche TP2 oder sogar TP3 reinlaufen zu lassen, halt kleine Restposition. Ein unheimlich wichtiges Thema bei mir sind Support und Resistance oder Widerstände, Unterstützungszonen, die mir auch die Fibos angeben, weil die sehe ich nämlich sehr, sehr oft nicht im Chart, weil die wandern ja auch. Und immer dann, wenn ich in irgendeine Richtung ausbreche, dann sehe ich zwar meine Rücklaufzonen,
anhand von Support und Resistance. Aber ich sehe halt die Fibo-Marken nicht, zum Beispiel einen Rücklauf um 40% der letzten Bewegung. So, das war's als kleine Einleitung. So, und jetzt schauen wir uns gleich mal, bin sogar noch ein bisschen schneller, als ich eigentlich dachte. Gucken wir uns gleich mal die Märkte an, wie ich mir die Märkte aufbrösel. Wie man das hier unten sehen kann, ich habe ganz genau fünf Märkte. Mehr handle ich nicht. Auf fünf Märkte, da kann ich mich konzentrieren, da weiß ich auch, welcher Chart macht welche Bewegung und so, ich nehme das mal eben raus. Und welche Bewegung kann ich wo abhandeln? Wenn ich jetzt anfange, ganze Bücher zu handeln mit alles Mögliche, was JFD hergibt, dann weiß ich nicht mehr ganz genau, welcher Spieler spielt denn wo. Das heißt, für mich ist es super schwer, ich sag mal, den großen Händler zu finden und gucken, wer handelt denn jetzt gerade XY durch. Meine Frage bis hierhin einmal ganz kurz: Ist soweit alles verstanden worden oder gibt es da noch das eine oder andere Anfrage? Ich kann die Fragen, glaube ich, Christian, kann ich die Fragen einsehen? Ich glaube nicht, ne? Nee, das habe ich, also in der Tat ist das eigentlich auch was, was ich immer gerne ausblende, weil sonst poppt es immer hoch und der Referent ist da, gut, wenn du drei Bildschirme hast, schiebst du es nach ganz links, aber man ist da in der Regel nicht so fokussiert. Aber witzigerweise habe ich gerade den grünen Button auch bei mir, also zur Sprachabgabe meinerseits, aufgedreht, weil ich in der Tat Fragen habe und ansonsten aber auch der Rolf und hier der Thomas bestätigen schon alles gut. Jetzt kommt auch noch von Elisabeth, super erklärt, passt. Also Fragen, wie gesagt, wenn noch was kommen sollte, aber mittlerweile alles gut verständlich und auch gut angekommen. Die Frage mit den fünf Märkten, wo du sagst, war auf jeden Fall jetzt hier der Punkt. Ich meine, das ist immer auch was, wo ich natürlich predige, Diversifikation ist wichtig, aber gerade wenn du eben im Intraday-Chart bist und das ist die Frage, dein vorrangiges Timeframe ist eigentlich was? Also wenn du jetzt eben diese fünf Märkte handelst, in welcher Zeitebene bist du denn da fokussiert unterwegs? Also, meine Großwetterlage, wie ich es vorhin sagte, der primäre Trend, der ist bei mir im Stundenchart. Also, ich gucke wohl mal in den Daily rein, morgens um 5 Uhr oder auch abends um 23 Uhr einmal ganz kurz. Aber sonst mein primärer Trend, wo ich mich verorte, das ist der Stundenchart. Da gebe ich auch jeden Morgen meine Analyse raus. Dann gehe ich rein in den, zum Beispiel in den M15 rein. Da gucke ich mir schon mal, wie die inversen Trends sind, aber sonst handle ich nur im M1 und im M5. Und jetzt habe ich extra ein kleines Gimmick nochmal vorbereitet, gerade weil du es super sagst. Ich arbeite ja immer mit sogenannten Multiframes. Und ich gebe euch einen kleinen Tipp: Wenn ihr den MT5 habt, schaltet euch diese Chartfunktion frei. Die ist nämlich super genial und ihr könnt quasi hier immer. Ah, jetzt muss ich nochmal immer wegnehmen. Das ist Und dann kann eigentlich ich. gleich noch eine kleine MetaTrader 5 Education, die du uns hier darbietest. Sehr, sehr cool. Das ist nämlich ein Feature, was in der Tat viele noch gar nicht auf der Pfanne haben. Richtig, genau. Das ist nämlich sehr, sehr viel auch bei meinen Schülern untergegangen, dass wir hier uns immer die nächstgrößere Wetterlage einzeichnen können. Und dann gehe ich eigentlich auch schon recht schnell in den Minutenchart rein und schaue mir das hier an. Was ich allerdings jetzt in den letzten 3 Wochen gesehen habe, es ist 15:30 Uhr, 15:45 Uhr, immer eine ziemlich ungünstige Lage zu handeln. Für mich im Moment super ist in der Zeit zum Beispiel von 7 bis um 9 oder 9:30 Uhr, dann von der Mittagszeit 12 Uhr bis 14:30 Uhr. Und dann wieder so ab 20 Uhr circa. Eigentlich genau die Zeiten, wo ich allen Händlern immer predige, lasst es sein, macht es nicht, aber es ist im Moment die Zeit. Dennoch, wie gesagt, ich halte mich am liebsten im 1-Minuten-Chart auf. Im M5 verorte ich mich, das heißt, wir haben hier so ein bisschen Zeit. Und was ich immer habe, ist quasi hier mein Großwetterlagenfenster mit drin. Christian, deine Frage beantwortet? Absolut, absolut. Das war eine Frage in dem Fall vom Roland.
Aber in jedem Falle wichtig. Und MetaTrader 5, hier auch nochmal der Hinweis, du hast ja jetzt oben die klassischen Timeframes. Es gibt ja auch den M3. Also du kannst sozusagen ja auch, oder M10, das ist ja was, was es im MetaTrader 4 nicht gibt. Du hast ja hier im MetaTrader 5 die, ich sag mal, spezielleren Timeframes. Ist es so, dass du da einen Vorteil siehst, wenn du sozusagen jetzt nicht den M5 und nicht den M1, sondern ich sag mal, ist es auch nicht die goldene Mitte, aber sozusagen den M3 nimmst, hat das für dich einen Marktvorteil, wenn du sozusagen einen Timeframes nimmst, wo jetzt nicht alle Marktteilnehmer drauf schielen? Nein, überhaupt nicht. Nicht, nicht? Ich habe immer am absolut allerliebsten, eigentlich, und da bin ich auch ganz ehrlich, den 1-Minuten-Chart. Im 1-Minuten-Chart sehe ich das, was andere Leute im Footprint sehen. Klingt total blöd. Wir haben auch mehrere Schüler bei uns drin, die gucken sich am liebsten den 1-Minuten-Chart an. Weil die sehen doch, wie die Kerze sich aufbaut, was die Kerze macht. Und wenn man so eine Kerze, ich sag mal, im Stundenchart mal auseinander nimmt, von Stunde auf Minute, dann sind doch nichts anderes, was sie auch so immer sieht. Ob das jetzt ein 2-Minuten-Chart ist, ob das ein 3-Minuten-Chart ist, ein 3-Minuten-Footprint oder was auch immer. Ihr seht alles in der 1-Minuten-Kerze. Die 1-Minuten-Kerze sagt euch eigentlich den Weg schon mal voraus, wo es hingehen könnte, beziehungsweise wo Druck reinkommt. Deswegen, also Frames, ich habe hier oben meine Frames, das ist der M5, der M1, Stundenchart, vielleicht mal den M15 auf, das aber auch nur wie die Kerzen dann klosen. Okay. Und noch ein Punkt jetzt an der Sache, wenn du jetzt sozusagen gerade dich auf die Märkte spezialisierst. Also ich bin ja im Forex primär unterwegs und habe ja hier sozusagen natürlich die Major Pairs, das sind ja alle Währungen, wie du jetzt auch den Euro-Dollar da unten hast, die mit dem Dollar im Kontext stehen. Ich gebe aber immer den Tipp, liebe Leute, sucht euch auch, und das ist ein Riesenvorteil natürlich im Trading-Markt, du kannst ja im Prinzip den Tisch vom klassischen Pokerage, sage ich schon, Brokerage, den Tisch aussuchen, an den du gehst, also den Markt, den du handeln willst. Und natürlich in einem kurzfristigen Timeframe, wie du ja auch hier aktiv bist, M1, M5, M15, Großwetterlage H1, kannst du keine, sage ich mal, 28 oder 30 Märkte überblicken. Aber ich lege da auch immer nahe, und ist das auch ein Bestandteil von deiner Vorgehensweise? Also du handelst jetzt diese fünf Kernmärkte, aber hast du dann auch teilweise Swing Trades laufen in exotischeren, sage ich mal, Währungen, oder man nennt sie ja auch Minor Pairs? Also ich sage es immer, Schweizer Franken, Yen oder auch in anderen Indizes, oder sagst du, das blendest du für dich völlig aus? Nein, wir können es ja schon mal ein bisschen vorwegnehmen. Wir wollen ja so eine kleine Serie machen. Es gibt Swings, die ich laufen lasse. Die lasse ich aber nur nach meinem Scanner laufen. Das heißt, ich gehe morgens einmal ganz kurz den Stundenchart durch. Habe ich irgendwo große Ausschläge in irgendwelchen Bereichen? Das heißt, ich sag mal, laufe ich irgendwelche Extrembereiche an. Aus diesen Extrembereichen, wenn für mich so ein bisschen das globale Umfeld dazu auch passt. Dann handle ich eigentlich immer diese Kontertrades, wenn die in meine Wellenspezifikation reinpassen. Das heißt, ich gucke immer auf sogenannte Impulswellen. Habe ich einen Drop? Habe ich eine Rallye? Das Ganze kann ich immer so ein bisschen identifizieren. Und dann mache ich auch den einen oder anderen Positionstrade mal oder den einen oder anderen Swingtrade. Allerdings positioniere ich mich bei jedem Swingtrade sehr knapp immer. Das heißt, wenn ich einen Positionstrade eingehen möchte, hat der so im Normalfall mal auf den Euro-Dollar gerechnet, so 20 Pips Stop-Loss, aber mehr auch nicht. Wow, ich meine, gut, die Wolla geht ja zurzeit eh ein Stück weit wieder zurück. Mag jetzt mit Thanksgiving dieser Tage zusammenhängen, oder auch, dass der Markt jetzt wieder so ein bisschen im Rallye-Modus ist. Siehe Indizes, Dow Jones eben 30.000, und eben Bitcoin brauchen wir jetzt gar nicht diskutieren, was da zurzeit abrennt. Also wirklich hoch impulsive Bewegung, die natürlich dann aber auch die Volatilität immer ein Stück weit lang leben, wenn die Märkte eben nur nach oben schießen. Ne? Jetzt ist so die Frage, weil du hast jetzt den Dow ja hier auch im Fokus. Wir sehen ja die 30.000, das ist eine runde Hausnummer. Da ist er ja jetzt gerade so ein Stück weit, ich sag mal, am Zetern und Hedern. Ist das jetzt für dich ein Thema, wo du auch sagst, die runde Hausnummer als solche ist für Marktteilnehmer oder auch, sage ich mal, Trader interessant? Wir haben ja jetzt die 30.000 jetzt wirklich vor uns. Wir sehen jetzt, du hast jetzt hier auch den Dow ja auch schön eingezeichnet, der hier jetzt auch in der Overnight-Session, das müsst ihr auch wissen an der Stelle, wir haben hier mehr oder weniger ja die Cash-Indizes, die in den offiziellen Handelszeiten laufen, das ist zum Beispiel der Xetra DAX oder die New York Session des Dow Jones, und dann haben wir die 24 Stunden
Indikationen, die dann über die Nacht sozusagen auch handelbar sind. Das ist natürlich auch eine Sicherheit im Rahmen des Tradings. Das ist übrigens interessant, dass er da in deiner Trendlinie sauber abgewiesen wird jetzt vorm US-Opening. Aber grundsätzlich ist es natürlich so, dass man da vielerlei Möglichkeiten hat, um eben auch dann ja sein richtiges Handelsinstrument zu nutzen. Ja, am Ende des Tages. Jetzt sehen wir aber hier kurz vorm US-Opening, will ich gerade mal auf die Kerze eingehen, die würde jetzt richtig schön nach unten gedrückt. Bevor du jetzt noch antwortest, der Jürgen ganz kurz, erstmal Grüße an den Frischling, wie er sich selber bezeichnet. Willkommen, dass du heute hier bist. Ich hoffe, dir gefällt es. Ich hoffe, dir gefällt das, was der Sascha macht. Wie gesagt, heute eine Premiere direkt, wo du dabei bist. Und den MT5 bekommst du umsonst. Das ist ein Tool, was Broker zur Verfügung stellen, welches du für dein Handeln nutzen kannst, nicht nutzen musst. Es gibt auch MetaTrader 4 und es gibt auch da, sage ich mal, Plattformanbieter, die wir haben. Aber wir empfehlen den MetaTrader 5, weil du dort eben ja auch die echten Aktien handeln kannst, weil das auch die modernere Plattform ist, weil es eben viele Features und Tools gibt, die einfach Handelsvorteile mit sich bringen. So, Dow Jones, sag ich mal, schmiert jetzt nach unten ab, die runde Hausnummer. Ist das aber jetzt was für dich? Ich hoffe, die Frage beantwortet zu haben, Jürgen. Die runde Hausnummer, wo du dich auch so ein Stück weit interessiert zeigst, weil wenn ich den Dow jetzt mir anschaue, ist interessant jetzt hier, an der 30.000 ist er jetzt in den letzten Stunden nicht drüber gekommen. Also, ich sage mal ganz vorsichtig, die Marken, was da an der Seite steht, ist mir eigentlich im Normalfall völlig egal. Ah, interessant, okay. Ob da jetzt eine 30, eine 20 oder eine 15.000 vorsteht, ist mir persönlich egal. Mir geht es nur Bewegung und wie viel Prozent Rücklauf habe ich auf der letzten Bewegung. Also dieses klassische Prozentrechnen. Mir wäre es lieber gewesen, wenn der Dow vielleicht nochmal ein Stück weit nach unten gelaufen wäre, was er vielleicht auch nochmal macht, wie ich das vorhin in der Folie erklärt habe. Ich habe hier die 70% circa liegen, so roundabout. Ich mache den mal eben hier aus. So, ich mache den mal eben so ein bisschen aus. Und wenn ich jetzt das korrektive Muster hier unten nicht mehr unterschreite, dann sollte ich die Tiefs wahrscheinlich nicht mehr anlaufen, um mich hier long zu positionieren. Heißt für mich, das Ding wird gleich teuer, wenn ich ihn handeln muss. Was meine ich mit teuer? Ich kann im Dow nicht mit 10 Punkten Stop-Loss oder sowas reingehen. Für mich sehr schwer, weil ich handle ja auch Futures, wenn ich dort zum Beispiel so einen weiten Stop-Loss habe. Was mir allerdings so ein bisschen Kopfzerbrechen macht, ist diese Theorie, ich sag mal, dabei sein um jeden Preis. Das ist Bitcoin, das ist der Dow, das ist der Nasdaq. Gut, der Nasdaq ist vielleicht noch mal ein bisschen aus der Reihe, der S&P auch noch, der DAX, der nicht ganz so mit. Aber alles, was ich dort sehe, ist dabei sein um jeden Preis. Scheißegal, wie teuer die Kurse sind, wir kaufen sie einfach hoch ohne korrektive Muster. Das macht mir Kopfzerbrechen. Die Zahlen davor sind mir recht egal. Nur das Wie ist ein bisschen. Das ist ja aber, sage ich mal, wieder sehr aggressive Intraday, sage ich mal, auch Vorgehensweise. Man muss aber sagen, den Dow, das Reversal jetzt hättest du ja fast schon mit einpacken können. Ne? Du hast ja jetzt sozusagen erstmal die Reißleine jetzt gezogen, den Trade sozusagen nicht abgespult, aber es ist ja durchaus unabhängig der 30.000, wo oben auch schön eine Horizontallinie zu ziehen ist. Da hängt er jetzt da bei der 29,59 so ein Stück weit rum. 29,69 haben wir da ja so ein Stück weit auch Support, wenn man da ins größere Timeframe geht. Sieht man im kleinen Chart oben auch sehr schön, wo du jetzt vom M1 eben auch den M5 oben eingezeichnet hast. Also, das ist wirklich ein witziges Feature. Schön, dass du das jetzt da mal mit reingenommen hast, weil das sind eben so Modifikationen, die man auf jeden Fall immer wieder nutzen kann und die der MetaTrader eben auch hergibt, wenn man denn um diese Tools und Features weiß. Wir geben übrigens hier bei JFD auch immer Add-on-Webinare sozusagen, um die Skill-Faktoren rund um die Plattform auch zu schärfen. Und da ist MetaTrader 4 Schrägstrich eigentlich nur noch und vielmehr primär der MetaTrader 5 im Fokus mit seinen ganzen Add-ons, Features. Man kann eben viele Tools nutzen. Sascha hat eigene Tools etabliert, Templates gebaut, aber das kann man im Prinzip auch mit den klassischen JFD-Templates in ähnlicher Art und Weise nachbilden, wobei du ja hier schon dein eigenes System entwickelt hast, klassischerweise. Ja, das ist wohl wahr. Warum habe ich diesen Trade nicht gemacht? Ich möchte natürlich hier long rein. Ich habe das Opening im Dow. Der Dow zieht nicht nach unten hin. Das heißt, das sehe ich ja in diesen Kerzen hier. Das heißt, ich habe Schatten auf der Unterseite und ich habe große Schatten auf der Oberseite. Dann habe ich eine Impulskerze nach oben hin. Das heißt, ich sehe eigentlich, irgendjemand versucht, diesen Preis hier doch noch so ein bisschen hochzukaufen. Ich weiß nur nicht, ob er erstmal unten lang gehen möchte. Und der Händler, der da drin ist,
Ich kann mich natürlich täuschen. Nur der Trade, wenn ich ihn jetzt absetzen würde, den könnte ich eigentlich günstig stoppen, wie ich das gerade sagte. Und zum Zweiten hat er die Möglichkeit, dass er aufgeht, liegt nicht bei über 80%. Und wenn er nicht bei über 80% liegt, dann lasse ich den Trade einfach weg. Ich habe ja hier noch Das, ein paar Anträge. Bitte. Entschuldigung, wollte ich jetzt nicht interrupten, du warst gerade so mittendrin, aber das leitest du jetzt aufgrund der, sage ich mal, prozentualen Wegstrecke ab, die sozusagen eben bislang erst zurückgelegt wurde. Na, ich sehe ja, wie die Kerzen sich bewegen. Ich sehe ja, dass in den Kerzen selber ist ja kaum Volumen drin. Schau dir mal eine Öffnung an vom Dow. Wenn da richtig, ich sag mal, richtig Party abgeht, dann Klar. zieht die in eine Richtung wie so eine Treppe, wie so eine Kettensäge, zieht die in eine Richtung rein. Aber hier haben ja, ich sag mal, Bullen und Bären doch einen etwas böseren Streit gerade, wo es denn hingehen soll. Rauf, runter, rauf, runter. Und das ist ja auch das, was ich sagte: 15:40 Uhr. So 35, 40, das sind so die ersten Trades, wo ich sitze. Und schaue natürlich jetzt nochmal die anderen Märkte an. So wie hier zum Beispiel den Nasdaq sieht für mich fast eigentlich hier bald schöner aus. Also ich habe noch ein paar andere Bildschirme und kann es dementsprechend natürlich nochmal ein bisschen besser verfolgen als jetzt mit diesem einen. Ich möchte euch das auch nicht antun, jetzt direkt hier auf direkt alle Bildschirme zu gucken. Und hier halt das Gleiche. Wir haben hier wieder gebrochen, also einen klarer Einstieg. Was fehlt, es ist das Volumen zum nachhaltigen Bruch. Wir haben einen Tag vor Thanksgiving und ich befürchte, und das ist das, was ich ja auch geäußert habe, dass die gestern schon das Geld gemacht haben. Sollte uns aber gleich nicht davon abhalten zu handeln. Nur möchte ich ein sehr, sehr hochwertiges Setup haben. Da muss ich Und auch nicht gleich die. intervenieren. Sascha, finde ich auch sehr gut. Wie gesagt, wir hatten ja häufiger schon Live-Events in früheren Zeiten, wo die EZB auch noch mehr Wolle versprach oder eben auch zu den NFPs, also den Non-Farm-Payrolls, US-Arbeitsmarktbericht immer erster Freitag im Monat oder auch mal andere Live-Events. FED-Sitzung haben wir praktisch jeden Monat, wenn die US-Notenbank FED ihre Tagung hat. Und klarerweise geht es jetzt hier auch nicht darum, irgendwie Harakiri-Trading zu machen oder ich meine, klar, der Broker, gerade wenn wir wie wir ja auch vom Kommissionshandel leben, man natürlich ein Interesse daran haben, dass gehandelt wird, ist es natürlich so, dass wir auch trotzdem klarerweise hier auch vor dem wilden Rumgambling da auch warnen und sagen, positioniert euch, nehmt Trades mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, messt das Chance-Risiko-Verhältnis aus, versucht die Wahrscheinlichkeiten, die auf eurer Seite liegen sollen, auszunutzen und dann eben lieber hier die Qualität und nicht die Quantität. Das ist ganz, ganz wichtig, weil wir eben auch kein Interesse haben, dass ihr euer Geld verbrennt oder irgendwie da vor dem Baum fahrt und wir das bei uns einstreichen. Nein, nein, wir haben viel mehr davon, wenn eure Konten eben leben und wenn ihr da sozusagen, ja, ich will sagen, seriös und auch mit einer guten Taktik vorgeht, ohne jetzt hier mal schnell die Kerze zu handeln und die. Deswegen auch die fünf Märkte. Gerade im Intraday-Bereich absolut nachvollziehbar, Sascha, dass man sich hier fokussiert auf die Kernmärkte. Und Rüdiger fragt noch nach, kurz nach einem Volume Profile. Das gibt es beim MetaTrader 5 als zusätzliches Template, obgleich du dir natürlich die Frage stellen musst, was du für ein Volumen da siehst. Ne? Am Devisenmarkt sind es ja dann praktisch in so einem Volume Profile die Ticks, die da angezeigt werden. Und bei den klassischen Volumes ist es natürlich das Volumen bei Aktien und dergleichen. Aber da ist es natürlich auch immer wichtig, wo du die Quelle hast. Zum Beispiel haben wir bei unserem Volume Profile auf Forex bezogen mit unserem großen Liquiditätspool eine ganz andere Darstellung als beispielsweise andere Broker. Und das Volume Profile ist aber auch ein sehr gutes Feature. Das findest du, um es direkt mit der Frage nochmal abzukürzen, jetzt habe ich viel zu viel beantwortet schon wieder, direkt in der MetaTrader Suite sozusagen. Du kannst das Volume eigentlich kostenfrei downloaden. Da gibt es genug, sage ich mal, Algo-Entwickler und Template-Bauer, die dieses Volume Profile zur Verfügung stellen. Ich müsste auch mal schauen, ob wir das nicht in unserer Add-on-Palette auch drin haben. Ich glaube, da ist das Volume Profile aber nicht dabei. Ansonsten gerne mal bei unserem Add-on-Webinar anmelden und den Markus direkt mal fragen. Der hat auf jeden Fall so ein Ding in petto. Bin ich mir jetzt fast sicher. Das hat man nämlich vor längerer Zeit schon mal als Thematik. Aber ansonsten, du guckst dir immer noch auf den Dow Jones, der so ein bisschen seinen Boden noch nicht gefunden zu scheinen hat oder zu haben Ja, scheint. beim Nasdaq haben wir gerade ein bisschen zu viel gesabbelt, aber okay. Das ist Ja. auch der, ja, die ziehen nicht hoch, die ziehen nicht an. Zum Thema Volume Profile, Market Profile. Was seht ihr da drin, was ihr nicht auch im Chart seht, frage ich mich immer.
Und wenn ich mir so einen Chart anschaue, dann ist, so jetzt sind wir unten an der 100%-Linie angekommen. Jetzt schauen wir, ob er bricht, dann ist die nächste Chance wieder hier unten hochzukommen. So, die Frage ist immer, was seht ihr darin, was ihr nicht auch im Chart seht? Also wenn ich den Chart etwas größer mache, dann sehe ich doch die Volumenberge. Ich sehe doch, wo die Kurse umgesetzt werden. Dafür brauchst du ein Ding eigentlich gar nicht. Wenn ich jetzt mit dem Orderbuch handle, ja, dann ist das noch was anderes. Allerdings, das Orderbuch, was sagt mir das Orderbuch? Das Orderbuch sagt mir nichts anderes wie eine Kerze auch. In dem Moment, wie sie hier auch quasi aufgesetzt wird. Wir haben ja auch heute extra reingeschrieben, sofern es was gibt, handeln wir was. Was ich allerdings, ich bin halt ein Freund davon, wirklich Trades abzusetzen mit einer 80, 90%igen Wahrscheinlichkeit. Und den kriegen wir, glaube ich, jetzt gleich. Spannend, So. zumindest dreht er an der Stelle rein, wo du gesagt hast, da haben wir das 100%-Level. Ansonsten, Rüdiger, Denn. genau. Also, wie gesagt, also gerade im Future-Handel oder Orderbuch bei Aktien, das ist tatsächlich eine Sache, die man machen kann. Da gibt es ja, wie gesagt, auch viele Education-Skills zu. Der eine arbeitet lieber mit dem Tool, der andere mit dem, wohl im Profil im Chart. Man sieht ja, wie gesagt, auch hier ich sag mal, die Price-Action-Zone und wo eben der Handel dreht oder umgesetzt wird. Aber das sicherlich für den einen oder anderen Einsteiger immer recht hilfreich. Schrägstrich, wenn du mit dem Orderbuch handelst, gerade Future-Markt oder Aktien, dann natürlich interessant. Aber jetzt hier, schöner Rebound, muss man ja wirklich sagen. Interessanterweise tatsächlich an dem Touchdown der roten Linie. So, wenn wir jetzt im N5 mit einer positiven Kerze im Gegensatz zu der letzten Kerze schließen können, das heißt in 3 Minuten, dann würde ich hier mit dem ersten Trade auf Long das Ganze probieren. Spannenderweise dann aber auch antizyklisch, ne? Das ist so ein Thema von dir. Ja, antizyklisch habe ich halt die höchste Trefferquote. Klarerweise. Genau, wenn man aber guckt, handle ich eigentlich gar nicht antizyklisch. Das ist immer die Interpretation des Timeframes. Da gebe ich dir vollkommen recht. Natürlich Richtig. übergeordnet. Wir haben gestern ein Allzeithoch gesehen. Ja, das ist jetzt ein Korrekturimpuls, der sicherlich. Und interessant fand ich auch, dass die Nasdaq ja schon nach oben zieht. Ne? Das ist ja genau das Nächste. Also die Nasdaq ist ja schon in einem neuen Hochmodus, während der Dow hier irgendwo nach unten plätschert noch. Das ist auch eine interessante, sage ich mal, negativer Korrelationsverlauf, den wir da sehen. Ja, wobei ich da wirklich sagen muss, so blöd sich das auch anhören mag, wir haben heute wieder so einen dusseligen, newsgetriebenen Markt. Nasdaq war ja der große Gewinner der ganzen Corona-Bullshit-Geschichte, die zu Hause bleiben, etc. pp. Ist der große Gewinner gewesen. Braucht man nichts da großartig schönreden. Und wenn wir jetzt wieder Märkte haben, ich sag mal, die Angst der Menschen schüren, dann geht natürlich der Nasdaq sofort wieder hoch. Und also das ist mir extrem aufgefallen. Das heißt, Bloomberg braucht nur irgendwelchen Bullshit schreiben und du hast dann grundsätzlich, so, wir nehmen doch jetzt mal einen ganz kleinen Zell mal mit. So, das ganze Ding muss jetzt hier aber auch ziehen nach unten hin. Sonst mache ich ihn gleich zu. Das heißt, das, was ich hier oben gesetzt habe, ist der absolute Hardstop. Wenn mir der Kurs durchbrechen sollte, dann mache ich ihn dazu. Wenn ich jetzt aber merke, ah, okay, wir kriegen da keinen Druck nach unten hin. Dann kann das auch mal sein. Du hast jetzt aber innerhalb kurzer Zeit natürlich, du hast beim Dow den Long gesucht und hast beim Nasdaq jetzt hier den Touchdown vom 38er-Level gesehen, beziehungsweise 61,2 wie 8, wie man es auch immer sieht. Und hast du gedacht, das ist ja jetzt eigentlich ein interessanter Short, also sind wir schon sehr flexibel umgedacht, will ich mal sagen. Ich habe hier oben noch ein paar andere Bildschirme liegen. Dadurch kann ich sie natürlich besser kontrollieren, beziehungsweise ich sehe sie besser. Deswegen, ich sage ja, ich suche mir immer einen schönen Short oder auch einen schönen Long-Einstieg,
Weil der eine oder andere Teilnehmer jetzt eben wahrscheinlich sich sagt, meine Güte, wie du hast ja so ein bisschen gelauert nach einem Dow Long auf aktuellem Niveau, dann bist du kurzerhand zum Nasdaq, der sich sowieso, ich sag mal, auch relativ stark zeigte mit relativer Stärke. Und du hast den dann jetzt sozusagen einfach mal eingesammelt und gesagt, pass auf, der sieht jetzt gut aus mit einem Touch nach unten. Jetzt muss man dem Ganzen natürlich ein bisschen Zeit lassen. Klarerweise, wir sind ja in einem Minutenchart unterwegs. Das ist schnell, das ist auch sicherlich auch nichts für, sage ich mal, Leute mit einer Herzklappe oder beziehungsweise mit einem, sage ich mal, schwächeren Herz, so will ich sagen, weil das ist wirklich eben sehr nervenaufreibend. Aber es ist natürlich auch so, dass hier wirklich im Minutentakt die Kerze ja, neu kreiert wird, sich schließt und man natürlich dann hier Ableitung treffen kann. Und du sagst, auf dem Niveau, das war jetzt dein Entry-Punkt, dass du den früher mit hättest nehmen können, den Trade, das war jetzt wegen dem Sabbeln, wie du so schön gesagt hast, oder einfach nur, weil du nochmal sehen wolltest, ob da wirklich ein Stück weit Momentum, Druck nach unten ist. Ja, er hat ja eigentlich, so, jetzt sind wir durch, wunderbar, Moment, so der TP1 ist auch raus, wenn wir die ersten paar Cent sind jetzt gegessen, und zwar, ich erkläre den Trade einmal ganz kurz, ich denke, das ist ziemlich nachhaltig. Ich habe den Ausbruch hier gesehen und ich wollte erst den Ausbruch mit hochnehmen, habe dann aber gesehen, hier oben sitzt kein Käufer mehr drin. Das heißt, im Wenn ich mir das etwas größer mache, wer kennt es nicht, hier oben aus diesem Bereich, mal eben einmal ganz kurz durchgelunst, die ganzen Entries abgeholt und dann in die andere Richtung abgebrochen. Das heißt, diese Bewegung, die er hier gemacht hat, hat er genau 1:1 nach oben hingesetzt. Müssen wir jetzt nicht ganz genau gucken, also auf den Pip genau. Jetzt kriegt er Druck von unten, von oben und ich habe von oben den Kontertrade, weil ich habe ja vorhin gesagt, das sind meine Umkehrzonen 38,2, 33. Ja, zieht er den SL raus. Probieren wir gleich nochmal das ganze Geschichte. So, das heißt, der konnte hier oben den Kurs nicht mehr massieren. Jetzt habe ich gemerkt, okay, da oben ist kein Käufer mehr. Da will keiner mehr kaufen. Also gehe ich antizyklisch rein und sage, wenn er durchbricht, dann muss er da aber auch wirklich Momentum aufbauen nach unten hin. Und das ist ja das, was er jetzt nicht gemacht hat. Aber dieser Trade, den ich hier hatte, den konnte ich mit einer Wahrscheinlichkeit von über 80% konnte ich den schließen. Okay? Gibt es noch eine Frage dazu? Ja, das müssen wir jetzt erstmal sitzen lassen. Also momentan keine im Chat, außer ich sehe eine von Heidrun, die hat aber jetzt weniger was mit deinem Trade-Setup zu tun. Und in der Tat, Heidrun, auf der Landingpage zum Forex Bull findest du da die Informationen der ganzen Thematik. 14 Tage kostenfrei, tatsächlich. Für alle und wenn man ihn dann nutzen will, gibt es eben die Lizenzgebühr im Sinne des geistigen Eigentums vom Entwickler. Also komplett for free ist das Tool in der Tat nicht, weil da steckt ja auch ja, jahrelange Entwicklung drin und am Ende des Tages sicherlich auch hier wie bei den Templates, die der Sascha verwendet, ist das natürlich auch ein Weiterentwicklungsprozess, eine Adjustierung und immer wieder auch eine Update-Geschichte, die man da fährt. Insofern, Heidrun, da gerne auch nochmal auf der Landingpage umsehen und da ist eigentlich alles soweit erklärt. So, kann man das später in Zeitlupe nochmal vornehmen? Fragt Klaus jetzt gleich hinterher. In Zeitlupe, lieber Klaus, was meinst du jetzt, was der Sascha jetzt hier innerhalb der wenigen Minuten abgespult hat? Es wird eine Aufzeichnung dieses Webinars geben. Genau, du nimmst mir gerade die Worte aus dem Mund und da kannst du dir das gerne nochmal anschauen. Alle Teilnehmer werden hier im Nachgang sicherlich auch wieder die E-Mail erhalten. Achte da bitte drauf, falls ihr die E-Mail nicht kriegt mit der Aufzeichnung, da bitte unserem Support schreiben. Es kann sein, dass ihr für den Company-Newsletter nicht eingetragen seid oder den Haken einfach nicht gesetzt habt. Und da können wir euch sozusagen ja keine Information senden. Das ist nach DSVGO lässt grüßen schlichtweg verboten. Also wer hier jetzt dabei ist und wir sind ein volles Haus, in dem Sinne ganz einfach unserem Support schreiben, wenn ihr dann vor dem Wochenende die Aufzeichnung nicht erhalten habt. So. Sandro schreibt, wer Zeitlupe will, muss DAX traden. Das ist, was sagst du dazu zum DAX? Interessanter Einwurf, Sandro. Bin ich da bei dir? Der Dow Jones testet übrigens jetzt schön nach unten aus. Du hast da wirklich nur einen kleinen, sage ich mal, Short mitgenommen, aber man kann schon sagen, das baut sich jetzt wohl nach unten aus, ne? Ja, es baut sich extrem nach unten aus. Hier ist gleich die nächste
Also die 29882 ist jetzt gleich die nächste Möglichkeit, wo ich dann doch nochmal einen Long rein möchte. Shorten. Das Ding ist so long wie irgendwas. Und da kriege ich Magenschmerzen, wenn ich da irgendwo meine Shorts reinsetzen soll. Na gut, Aber beim wenn Nasdaq hast du es ja gut erwischt gerade, muss man ja sagen. Das war ja nice. ja, Im genau. Prinzip, der Moment, hat eine Nasdaq. relative Stärke, er hält sich ja noch, ne? Richtig, Nasdaq ist auch noch was anderes wie Dow. Dow hat jetzt wieder ein All-Time-High nach dem anderen gezimmert. Und ich sage ja, diese Mentalität, die dahinter sitzt, dabei sein um jeden Preis, das ist für mich, oh, da kriege ich Magenschmerzen bei, da kriege ich auch ziemliche Kopfschmerzen bei, wenn ich das so mitkriege. Also, hier irgendwo was shorten, ohne ein vernünftiges, sauberes Setup mit 10 Punkten oder sowas. 10, vielleicht 15 Punkten oder so SL, ist fast Selbstmord. Also ist meine Meinung nach. Zum Thema mit dem Zeitlupentrade. Jetzt habe ich das noch gar nicht hier drin. Ich habe es gerade schon mal aufgemacht. Ich suche gleich nochmal eben den Ordner raus. Ich habe in den Expert Advisors ein sogenanntes. Nee, da ist er nicht drin. Muss er sowieso warten hier unten. Aber jetzt ein. Ich habe irgendwo einen Ordner. Ich habe mir den sonst immer auf den Desktop gelegt. Deswegen weiß ich jetzt hier nicht, wo er ist. Ich suche das nach. Alle meine Trades, die ich mache, dokumentiere ich. Immer von Haus aus. Das heißt, ich mache immer grundsätzlich Screenshots, um mir die nochmal genau anzugucken. Wenn wir gleich merken, wir kriegen kein Trade mehr raus, dann gehe ich nochmal alle Trades ganz in Ruhe durch. Das haben wir ja gesagt. So circa 16 Uhr, 16:15 Uhr. So roundabout. Dann gehen wir nochmal in die Nachbesprechung. Das heißt, ich erkläre euch, warum, was ich da gesehen habe, warum das für mich wichtig ist, den Trade dort mitzunehmen. Aber ich finde, hier heißt ja Live-Trading. Das heißt, sollten wir doch schon mal eben so ein bisschen versuchen, den einen oder anderen Einstieg nochmal zu kriegen. Ist meine Meinung. Wenn ihr eine andere Meinung habt, schreibt es in den Chat rein und sagt, nein, ich will jetzt unbedingt diesen einen Trade erklärt haben. Wenn das jetzt alle Das. schreibt, 75. Dann ist klar, dann musst du dich auch im Rahmen der prozentualen Verhältnisse dem der Masse natürlich beugen. Aber grundsätzlich bleib ruhig am Ball. Ich meine, das ist sicherlich das Interessanteste. Ich weiß auch um die Tatsache, dass viele Marktteilnehmer, die jetzt dabei sind, ich meine, deswegen heißt das Ding ja auch Live-Trading-Event, weil wenn es denn möglich ist, dann wird was gehandelt und wenn wir Action haben, einerseits mal weniger übersichtlich, manchmal mehr. Jetzt siehst du da auch wieder schon dein Setup schon auf. Werden wir sehen. Aber Sandro mit dem DAX, vielleicht kannst du den DAX dann auch noch mal kurz aufzeigen, weil er sagt, der DAX ist ja verhältnismäßig langweilig. Vielleicht können wir da darauf auch noch mal eingehen. Handelst du also speziell den DAX jetzt am Nachmittag nicht mehr, wenn die US-Opening erfolgt ist oder dann doch auch mal so auf 16, 17 Uhr zum Handelsschluss etc.? Wie ist das eigentlich? Also wenn ich morgens in Rentnerstimmung bin und nicht unbedingt Geld brauche, dann handle ich schon mal den DAX, ja. Aber sonst eigentlich eher den Nasdaq oder den US-Tech. Ich sag mal, ich gehe mal auf die 40 zu, nicht auf die 60. Aber wie du das schon sagst, ja, wer Langeweile braucht, der ist mit dem DAX sehr gut aufgehoben. Ja, das hat das Sandro geschrieben. Wie gesagt, Ja. Langeweile, weil es gibt eben extrem viele Marktteilnehmer, die sich eben sehr, sehr auf den DAX einschießen. Ja, das ist auch das mit der Diversifikation. Ich meine, du hast ja in Anführungszeichen wenigstens 5 Märkte, aber viele handeln nur Euro-Dollar oder handeln nur einen DAX und das ist doch wirklich zu wenig. Da muss man einfach ein bisschen über den Tellerrand schauen. Und ich bin, wie gesagt, ein Diversifikationsfan, ob Rohstoffe, Indizes. Klar, Aktien trade ich generell nicht, aber man sollte hier das Universum weitestgehend ausschöpfen und da gibt es ja einige Indizes und auch viele, viele Währungspaare, die man hier durchaus intraday in den Fokus nehmen kann. Da ist auch der Forex Bull eine ganz interessante Geschichte. Heidrun, wenn du nochmal spezielle Fragen hast, nimm nochmal Kontakt mit unserem Support auf. Da wird sich der Bernd sicherlich mal bei dir auch gern melden. Kann man sich auch telefonisch gern mal austauschen. So, jetzt kommt gleich noch ein nächstes Statement. Jetzt warten wir erstmal ab. Ich sehe schon, du hast jetzt eigentlich im Prinzip einen Buy-Stop drin jetzt beim Dow, wo du sagst, wenn der jetzt die letzten Kerzen überrennt, dass du nach oben hin dabei sein willst. Nee, der fängt mir unten an, Boden zu basteln. Am liebsten würde ich jetzt ein Überschießen nach oben hin. Also das Da ist der wäre Buy-Stop, genau. genau das. Nee, die Buy-Stop kann ich immer verziehen. Das heißt, ich kann ja vorher mir
festlegen, wie viel Risiko will ich pro Trade gehen. Das heißt, ich brauche jetzt nicht so wie, ich sage mal, der klassische Retailer hier anfangen zu rechnen. Die Zeit habe ich einfach nicht. Ich weiß gar nicht, wieso das. Ich weiß gar nicht, was er mit dem Plan eingestellt wird. So. So, jetzt. So, wie der klassische Retailer-Mensch, ich muss jetzt hier erstmal rechnen, wie viel Prozent und was Klar, muss ich das machen. kostet Zeit. Genau, das heißt, ich habe hier mein Tool, das macht das alles automatisch für mich. Wie viel kann ich da überhaupt mitnehmen? Na, und wie hoch kann meine Positionsgröße sein, dass er einen Screenshot direkt macht, wenn er reingeht, dass ich das in der Nachbereitung alles schon vorgefertigt habe. Das heißt, ich muss mir nur überlegen, wo entwickle ich gleich Druck im Markt, wo kann ich reingehen und wo kann ich einen kleinen Trade mitnehmen. Und das Rest, also das komplette Drumherum erledigt dann mein Programm. Dafür habe ich halt einfach keine wirkliche Zeit, um mir das anzuschauen. Da sprichst du auch So. was Richtiges an, weil gerade im kurzfristigen Bereich ist es wirklich wichtig, sich so Tools, Templates, entweder über eine Education School, über einen Mentor oder eben auch selbst kreiert, wobei da sicherlich immer viel Hirnschmalz reingeht, weil es gibt ja im Prinzip schon sehr funktionale Tools, wo man einfach sagt, die nehmen ein Lot-Size-Berechnung, Risikoplatzierung, Stop-Management oder auch Trailing-Stops, die nehmen einem so viel ab, wo man einfach sagen muss, das ist nützlich. Ne? Sowas bringt auch der MetaTrader mit. Auch viele schimpfen, also rein optisch gesehen, auf die, ich will nicht MS-DOS-technisch sagen, aber auf die ältere Erscheinungsform. Aber ansonsten ist der natürlich gerade mit der MQL-Programmiersprache und auch der Möglichkeit, hier eigene Templates zu kreieren, ein wirklich, sage ich mal, ja, gebräuchliches Tool, mit dem man auch sehr, sehr gut arbeiten kann, wenn man es eben auch auszunutzen weiß, die Features, die es gibt, ne? Ja, bin ich ganz bei dir. Also ich muss nur sagen, die Tools, die ich mir selber entwickle, so wie zum Beispiel meinen Scanner, den habe ich heute nicht mitgebracht, weil dafür ist der einfach zu langsam heute und er läuft noch nicht stabil auf dem MT5. Die gebe Ah. ich aber grundsätzlich also die verschenke ich grundsätzlich. Also nicht, dass ich da irgendwie jetzt sage, oh, da muss ich jetzt Geld für haben oder sonst was. So, wir kommen jetzt auch wieder 66, 61, 8 hier rein. Hier mal gleich gucken, sollten wir einen Fehlausbruch bekommen auf Stundenbasis. Das heißt, in 3 Minuten sollte er hier drin wieder schließen. Dann kriegen wir doch noch mal ein kleines Long Setup hier drin. Spannend. Also wegen deinen Ja. Templates, da überlegen wir uns noch was. Das wäre auf jeden Fall ein cooles Gimmick vielleicht, wenn du sagst, das ist für dich jetzt ohnehin keine, wie sagt man, kein Upselling, wie man so klassisch sagt im Vertrieb. Also es ist jetzt nichts, was wo du mit Geld verdienen willst. Aber wenn du da so ein Feature oder ein Template hast, kann ich mir da was Gutes vorstellen für alle Webinar-Teilnehmer sicherlich. Und Thilo, danke für deine Frage. Wie kann man die festen Take-Profits und Stop-Loss einstellen? Also du hast da deine Order-Maske und du hast aber auch das Add-on, den Mini-Terminal. Da bitte auch bei Markus Kleber direkt reinschauen im Webinar rund um unser MetaTrader 5 Add-ons. Da wird dir geholfen. Da kannst du auch direkt dieses Template anschauen. Ansonsten, Sascha nutzt ja Gleiches eigentlich mit diesem Tool, was du da jetzt hier sozusagen hast. Das ist ja auch so eine Art Risk Advisor, wo du dann sozusagen Risiko festlegst, Positionsgrößen bestimmst und auch den entsprechenden Wert pro Position, also das typische R, was du bereit bist zu riskieren. Ne? Das ist im Prinzip auch so ein Komplettpaket schon. Das kannst du ja auch auf Tagesbasis theoretisch verwenden. Richtig, wobei das nicht mein Programm ist. Ich habe es mal im Market gefunden. Kostet 50 Siehst du. US-Dollar, nennt sich Trade Assistant. Ist total geil, das Ding. Weil er einfach alles macht und so wie andere Expert Advisors frisst er nicht so viel Ressourcen. Das ist ein guter Punkt. Ganz guter Punkt. Du bist jetzt hier eher am Trade adjustieren. Wir reden ja auch hier ein bisschen, sage ich mal, über den Tellerrand hinaus, sicherlich für den einen oder anderen interessant. Ich bin ja, sage ich mal, begnadeter Rainbow-Trader-Trendfolger und mein Algo war vierstellig von der Programmierung her, den ich mir habe programmieren lassen. Und man muss, das war aber auch schon vor wirklich langer, langer Zeit, aber man muss heute auch sehen, Dagmar schreibt rein, hey, der Trade Assistant kostet aktuell nur $35. Das ist sicherlich wirklich gut investiertes Geld, wenn man solche Features nutzen möchte. Es gibt auch, wie du schon sagst, andere Features, die auch monatliche Gebühren abverlangen, die auch sehr komplex sind, die teilweise auch zu viel Features und Tools haben, die andererseits dann auch wieder Rechenpower und auch, sage ich mal, ja,
buchstäbliche Rechenpower die Leistung sozusagen reduzieren und abfragen. Deswegen ist immer die Frage, was nützt einem? Und da ist es auf jeden Fall witzig, dass du natürlich auch ein Feature nutzt, was im Prinzip frei erhältlich ist und jetzt nicht sozusagen der heilige Gral, den du dir selbst erschaffen hast. Aber danke, Dagmar, für diesen kurzen Input. $35 jetzt. Ich meine, du wirst auch mit dem arbeiten, sonst wüsstest du das wahrscheinlich nicht genau. Ansonsten, Thilo, wie gesagt, ich schicke den Link zum Webinar, Add-on-Webinar, gern nochmal rein. Falls du es nicht weißt, da tue ich mal in den Chat mal eben reinstellen. Da kannst du dich direkt mal anmelden. Das ist morgen sogar, wenn du Zeit hast am Nachmittag. Morgen Nachmittag, 17 Uhr geht's los. So, jetzt wollt ihr aber keine Bewerbung für irgendein Ausbildungswebinar machen, ist aber natürlich wichtig und witzigerweise findet das direkt morgen statt. Und wenn da der Thilo Lust hat, soll er doch gern daran teilnehmen. Ansonsten das Feature, was du nutzt, natürlich auch interessant und auch praxiserprobt, will ich mal sagen. Ja, ist es. So. Fragen sehe ich bis jetzt ansonsten noch keine. Die Zuschauer sind zufrieden. Das gefällt mir. Wir haben auch wirklich eine hohe Teilnahmequote heute. Das ist echt interessant und spannend. Zeigt auch wieder, dass natürlich das Thema Live-Handel immer wieder von Interesse für die Zuschauer ist. Ja, klar. So. Ich muss jetzt noch mal ein bisschen Education mit reinziehen. Bitte. Das ist nämlich genau das, die Phase, die wir heute haben. Auch so in den Kerzen. Ich bin ja ein absoluter Kerzenfanatiker. Es gibt nichts, was besser ist als Kerzen, weil die dir eigentlich alles sagen. Die sagen dir das Orderbuch, also wie Kontrakte wirklich umgesetzt werden, Times and Sales etc. pp. Wir haben die Schatten auf der Unterseite. Schön hier auf der Unterseite. Hier setzt die erste Kerze so ein bisschen Long Move an. Was wir sehen, ist Verkäuferdruck nach unten hin. Das heißt, die Verkäufer werden immer weiter bestätigt. Jetzt kriege ich die erste Kerze nach oben hin. Jetzt fange ich natürlich an, mit meinem Trade-Assistenten hier schon mal zu gucken, kommst du hier irgendwo als Kontertrade rein. Kanalunterkante ist hier. Kanalunterkante konnte nicht geschlossen werden. Und jetzt schwenken die Schatten schon wieder direkt nach unten hin um, ohne diesen Punkt hier oben zu kriegen. Und ja, manchmal ist es so, da wartest du den ganzen Tag auf einen Trade. Und an manchen Tagen, so wie zum Beispiel heute Morgen oder heute Mittag gewesen, da machst du einen Trade nach dem anderen, weil es einfach super läuft. Und wenn wir jetzt das Tief hier gleich nicht mehr rausnehmen können, das heißt in 3 Minuten, wenn wir in 3 Minuten hier unten drunter schließen sollten, dann müssen wir gucken, ob wir überhaupt noch einen Trade machen heute, ob wir den überhaupt bis 16:30 durchkriegen. Sonst müssen wir vielleicht gucken, wir sehen es ja auch an der Marktstruktur hier. Genau das Gleiche, was ich gerade auch sagte. Die Marktstruktur ist für den Live-Handel kaum geeignet. Aber Christian, verbessere mich, wenn ich falsch liege. Wir haben ja gesagt, wir wollten irgendwie mal so ein Live-Trading anstreben, so im Bereich 11 Uhr, richtig? In der Tat, da komme ich natürlich auch auf das Feedback der Webinar-Teilnehmer gern dann zurück, wenn euch das heute gefallen hat, dass wir sowas auch mal eben dann zu anderen Zeiten machen, heute eben US-Thema. Wobei ich muss auch gerade nochmal sagen, der US-Tech, du hast vorhin gesagt, jetzt musst du mich korrigieren, wenn ich falsch liege, vor circa 20, 30 Minuten, wenn der das nochmal macht, würde ich sogar nochmal versuchen. Der hat ja exakt wieder den oberen Bereich, ich will sagen den horizontalen Widerstandsbereich angelaufen, wo er jetzt dann hier schon zuvor touchierte, als du den ersten Short startest. Und ich muss zugeben, theoretisch hättest du dieses Level glatt nochmal nehmen können, oder? Ja, hättest du auch. Hätte Fahrradkette, das ist wieder so ein typischer Trainerspruch, aber du hast es vorher gesagt, der kommt bestimmt nochmal zurück und bietet nochmal eine Chance. Ich finde es halt schade, dass wir das jetzt nicht mitgenommen haben, weil das ist im Prinzip exemplarisch, technisch gesehen, strukturell, ja. Genau der Ablauf, wieder hoch, nochmal gescheitert und wieder nach unten. Ich hätte ihn genau nicht mitgenommen. Ich erkläre gleich, wo der Einstieg gewesen ist. Spannend. Und warum ich diesen Einstieg nicht mitgenommen habe nach oben hin. Mein Einstieg wäre wieder hier unten drunter gewesen, in diesem Bereich. Also in diesem hier. Aber es ist null Volumen da gewesen. Es ist null. Nee, jetzt kommt das Volumen auf. Manchmal ist es zu viel Fokus auf dem Dow gehabt. Der Ausbruch, der unten stattgefunden hat, ist mir persönlich zu heiß gewesen. Wir haben ja auch wieder den
Ich mache es mal etwas kleiner. Wir haben ja die Formation hier. Dadurch, dass wir die Formation mehrfach nach oben hingebrochen haben und du einfach die Luft da unten nicht hast. Das sind Trades, die ganz, ganz oft im M1 schiefgehen, weil du dich in irgendwas verrennst oder verhakst, weil sich der Kurs einfach nicht auffächern mag. Habt ihr bestimmt schon mal gesehen, wenn so ein Kurs die Hochs anläuft, die Tiefs anläuft, weite Korrekturen macht, und dann irgendwo ausbricht, du brauchst A, ewig lange Stops und B, brauchst du richtig viel Nerven, weil er meistens in die Seitwärtsphase geht oder so wie hier mich mal richtig ärgert, weil wir heute bei einem JFD Live Trade sind, ne? Oder was sagst du, Christian? Da musst du dich nicht ärgern. Wie gesagt, das ist ja live immer so eine Geschichte. Klar, der Fokus. Ich meine, du hast vorhin das, also jeder, der uns seit Beginn gefolgt ist, und ich hatte das ja auch noch im Kopf, dass du hier den Nasdaq im Prinzip mit diesem Pullback handeln wolltest. Aber es ist natürlich am Ende trotzdem auch wieder eine subjektive und auch erfahrungsbedingte Entscheidung, ob du so einen Trade nimmst oder nicht. Ich meine, im Nachhinein Bewegungen einzuzeichnen, ist immer relativ simpel. Aber hier geht es natürlich darum, aufgrund der bisherigen Erscheinung und auch natürlich der vergangenheitsbezogenen Entwicklung sozusagen eine Vision für die mögliche zukünftige Entwicklung zu haben. Und du hast ja vorhin auch deinen Korrekturimpuls, das gleicht ja so ein Stück weit eben der Elliott-Wellen-Theorie, ja, sozusagen Impulskorrektur und dergleichen. Das ist ja im Prinzip etwas, worauf du immer schaust, und das ist natürlich auch etwas, was du im Chart abgebildet sehen willst, bevor du eben deinen Einstieg machst. Und das ist Richtig, jetzt ganz eine automatische Screenshot-Geschichte, ne? Denke ich gerade. genau. So cool. Das ist ein witziges Tool. Deswegen sind diese $50, die er mich hier kostet, ist die Bestausgabe überhaupt. Ich habe sonst normal alles hier per Rechtsklick und Eigen und Bild speichern und so gemacht. Dadurch, dass er jetzt die Moment dauert, zieht. Das ist. Ich habe einfach keine Lust, irgendwie irgendeiner Idee jetzt hinterherzulaufen und irgendjemand handelt das mit und sagt gleich, der Blödmann, der hat den Trade reingesetzt und ich mache jetzt hier ein Minus dadurch. Der Nein, nein, andere nein, hier oben, das ja. darfst du ja nicht denken. Ne? Da haben wir ja den Risk-Disclaimer gehabt. Ich meine, da gebe ich aber recht, viele sind jetzt noch danach drin, aber da muss natürlich jeder selber die Verantwortung wissen, um die Tatsache, dass du ohnehin jetzt das hier zur Schau stellst, was du so tust, ist einfach ein Riesen-Gimmick, wo man auch sagt, das, was jeder in Eigenverantwortung tut und auch tun muss, wenn er es denn tun will, muss er auch natürlich selber verantworten. Ne? Stimmt, aber dennoch habe ich ja so ein bisschen, wie heißt das bei Kindern, die Obsorgepflicht, ne? Oder wie heißt das noch so schön? Ja. Also letzter Trade, den wir jetzt noch mal ziehen könnten. Wir kriegen jetzt hier noch mal einen Rücklauf in diesen Bereich rein. Und dann den Long reinziehen. Also, dass wir jetzt gleich nochmal das Pullback hier handeln, aus dieser Zone heraus. Mal rein. Ja, die verfressen sich gerade total. Es war heute Morgen ein wesentlich schöneres Bild. Wir hatten ja schon mal kleine nette Anekdote, während ich jetzt auf die einen dieser beiden Trades warte. Wenn wir morgens im Live-Trading sind mit meinen Schülern und ich dann sage, ich gehe mal eben schnell eine rauchen, dann sind die immer total heiß und warten dann direkt gleich drauf. Weil immer dann, wenn ich eine rauchen gehe, nehme ich zwar auf dem Tablet mit, aber die sind dann meistens immer froh, weil genau in dem Moment bricht das aus. Naja, Murphy's Law möchte man meinen, ne? Bitte? Murphy's Law möchte man dann meinen. Was Richtig, genau. immer Die genau das. wissen es mal. Ich habe genau mein Tablet mit und habe da auch meine Position und dann vorbereitet. Ich gehe nach draußen und in dem Moment bricht der Kurs genau dahin, wo wir ihn hinhaben wollen, mit den genauen Zonen. Und wir sehen auch hier unten im Dow, der frisst sich hier unten einfach zusammen. Das ist. Und ich gehe ganz stark davon aus, wenn meine Zeit gleich um ist, dann macht er den Long Trade oder beziehungsweise dann zieht er aber auf Long. Wenn wir um 17 Uhr aufhören, um 17 Uhr, wenn wir um 18 Uhr aufhören, um 18 Uhr, wenn wir um 19 Uhr aufhören, macht er das um 19 Uhr. Das ist klassisch eigentlich.
für. Da müssen wir mal ein Überlänge-Webinar machen wahrscheinlich, ne? Sag mir das nicht zu laut. Ich weiß nicht, ob irgendeiner meiner Schüler hier ist. Das haben wir schon mal gemacht. Da sind wir um 8 Uhr angefangen und um 4 Uhr morgens waren wir fertig. Boah, Asia Session, da ist doch aber wirklich Trägheit hoch 3. Oder wir hatten in Japan ein bisschen News oder in Australien eine Notenbank-Sitzung, aber ansonsten ist doch Overnight jetzt dann wirklich schon ein sehr großes Extrem. Auch von 4, das ist ja schon extrem, oder? Es war eine Zinsentscheidung, ja. Aber wie gesagt, So. muss jeder eigenverantwortlich sein. Wie schreibt doch gerade, Moment, ich sehe nur B. Punkt. S. Punkt an der Stelle, ab 18 ist Frau Merkel für alle verantwortlich. Ja, man möchte es fast glauben. Ja. Aber das ist natürlich richtig an der Stelle. Aber du hast, wie gesagt, jetzt hier gerade die Trade-Struktur. Es ist ja mal wichtig, wie du jetzt eben den Markt aktuell siehst. Ich meine, er schläft jetzt zum Glück nicht ganz so ein. Also der Dow pendelt sich so ein bisschen fest. Du hast da unten jetzt den Stop bei. Das sieht ganz interessant aus. Aber jetzt hast du gerade noch ein Stück nach oben gezogen. Ja, Theoretisch hätte er den jetzt fast gefehlt schon. Ne? Das sehe ich gerade. aber guck dir an, der baut keinen Druck auf. Der baut gleich wieder in den nächsten Widerstand. Die 29.882 ist da die ziehen nicht. Das ist das Problem. Im Normalfall, da kommt gleich der nächste Rücklauf wieder. Das heißt wieder weite Rückläufe. Genau das ist das Ätzende, was du hier auch im Nasdaq siehst. Im Normalfall weißt du so zu 15:30 ungefähr roundabout, weißt du, in welche Richtung es geht. Wenn du jetzt Tag vorm Feierabend bist, dann ist das Tag vorm Feiertag ist. Und das ist ja nicht irgendein Feiertag. Es ist ja der. So, wenn wir jetzt hier das Hoch rausnehmen, dann machen wir den Donner. Kann ich überziehen heute? Da, Ja, da. ich sag mal ein Stück weit. Also, wie gesagt, 16:30 ist, also wie gesagt, hier ist noch kein Teilnehmer übrigens vom Stuhl gefallen. Wir sind nach wie vor, entweder ist einer gegangen und ein neuer hat den Platz eingenommen, aber die Teilnehmerquote ist jetzt konstant seit, ich würde mal sagen, fast 45 Minuten. Also seit 15:30 dem US-Opening haben wir eine konstante Teilnehmerquote. Insofern fühlt euch frei, weiter dabei zu bleiben. Und lieber Sascha, wenn du jetzt hier, sag ich mal, aus der akademischen Viertelstunde jetzt sozusagen kein Problem draus siehst, können wir auch bis 16:45 machen. Aber so Pi mal Daumen sollte man grob die Zeit anhalten, weil natürlich die Aufzeichnung später auch für alle anderen ohnehin ja zur Verfügung steht und da, wie sagt man so schön, in der Kürze liegt die Würze. Aber wir haben natürlich hier den Live-Markt und wir können nie vorausbestimmen, ob was passiert oder nicht. Ja, und es ist auch, wie gesagt, hier die Qualität zu sehen, nicht die Quantität. Insofern nimm dir die Zeit, die du brauchst und wir schauen mal, wie lange wir brauchen. Ansonsten sitzen wir bis morgen früh um 4 vielleicht noch hier. Nein, das werden wir auf jeden Fall nicht eskalieren lassen. Aber wir warten mal ab, was jetzt noch passiert. Und ansonsten ist ja dann eben wichtig, wie du auch schon vorhin erwähnt hast, wenn gerade jetzt das Webinar genüsslich aufgenommen wurde von den Teilnehmern. Da würde ich mich natürlich im Nachgang auch über Feedback freuen. In den Chat geht es ganz schnell, aber vielleicht formuliert der ein oder andere auch einen kurzen Zweizeiler per E-Mail an unseren Support. Dann ist es sozusagen auch rausgetragen aus dem Webinar. Wenn ihr euch eine Serie mit dem lieben Sascha wünscht, dann teilt mir das mit und da gehen wir das sicherlich noch neben einem weiteren Live-Event zu einer anderen Zeit, 11 Uhr beispielsweise, eben auch noch vielleicht viel mehr, vielleicht ist es ein komisches Wort, viel mehr auf dann nochmal spezielle Vorgehensweisen von dir ein. Genau, wichtig ist, dass man eigentlich mal versteht, was ich da mache. Warum ich dann auch solche Sachen lieber weglasse. Das Ding ist, wie soll ich sagen, es ist ein Tag vor Thanksgiving. Und wer die US-Amerikaner kennt, der weiß, dass Thanksgiving ist ein extrem hoher Feiertag. Es ist der einzige Feiertag in den USA, wo nicht des Schenkens willen vorne steht, sondern wirklich die Familie. Jetzt könnt ihr euch selber mal fragen, hier in Deutschland, ihr seid Heiligabend auf der Arbeit, sofern ihr eine Arbeit habt oder selbstständig seid, fragt euch mal, was eure Arbeitnehmer einen Tag vor Heiligabend machen. Ob die da noch hergehen und sagen, 150.000 Kunden anrufen oder vielleicht doch nochmal ein neues Projekt anfangen oder. Das ist ein Tag vor Thanksgiving. Deswegen müssen wir wirklich gucken, dass wir diese 80-prozentigen hier rausfischen. Und ich sage, ein Trade soll eigentlich normalerweise auch in 1, 2 Minuten laufen, dass ich ein Break-Even setzen kann. Alles drüber ist, der Markt ist halt unberechenbar. So, wir haben jetzt zweiwellige Korrektur, erste Bewegung, die dritte Bewegung hier nach unten hin.
Das heißt, wir sollten jetzt noch eine Short nach unten hinbekommen, so wie ich es vorhin gerade sagte, auf Bodenbildungsbasis und dann also in diesem Bereich hier rein, bisschen höher davon noch, also bis hierhin, dann sollte er runterkommen. Ist, wie gesagt, ich hasse lange Schatten. Also wenn ich auch im Minutenchart lange Schatten habe, das ist immer so eine Sache, da ist keine klare Richtung drin. Aber ich weiß ja, dass der André bei euch gewesen ist, der sieht das ja ganz genauso wie ich, ne? Das ist Ja, korrekt. Hast du genau, nur nicht der. mitgekriegt? Meinst du Titia? Ja, richtig, genau. Das ist, der hasst diese Position genauso durchzuhandeln wie ich auch. Also Schatten im Markt ist so eine Sache. Gut. Ich lasse das hier nochmal auf, auch so ein bisschen nebenbei und ziehe mal eben den Trade. So. Und zwar der, ach, das war der Euro-Trade, den ich vorhin als Test-Trade gemacht habe. So. So, nehme ich das gleich nochmal eben. So. Eben schnell geschaut. Bisschen hier zusammen. So. Für diejenigen, es wollte ja noch der eine oder andere so ein bisschen in Zeitlupe haben, warum und wieso. So, ich habe, oh, falsch, aber der falsche, das war der Entry gewesen. So, ich habe hier den Entry gesetzt. Ich habe gesehen, diese Hochs hier oben sind nicht mehr angenommen worden. Das heißt, der Kurs wurde nicht durchgedrückt. Ich hatte die Idee, wieder runterzulaufen. Und zwar, dass wir aus dieser Figur hier einen Fehlausbruch hatten. Das passte auch so ein bisschen mit Stundenbasis und ich wollte hier runter. Was ich natürlich nicht wollte, war eine Gegenbewegung, wo ich dann nochmal das Hoch rausgenommen hatte nach oben hin. Das war nicht mein Plan. Sondern ich wollte eigentlich genau die Bewegung jetzt auf der Short-Seite haben. Und im Normalfall ist der Nasdaq so, wenn wir einen Fehlausbruch haben und der diesen Fehlausbruch zur ganzen Stunde komplettieren kann mit einem Umkehrstab, dann läuft er auch in die Gegenrichtung. Das ist eine Sache, die ich über den Nasdaq weiß, weil der Nasdaq läuft sehr oft in Figuren, in Keilen, in Kanälen, in Diagonalen. Das macht er super oft und das macht er auch super gerne. Der Nasdaq hat auch die Angewohnheit, immer bis zum 33er zu korrigieren oder bis zum 66er. Das sind so seine beiden Lieblingsmarken. Was er auch hier genau gemacht hat, kann man, glaube ich, hier oben schön sehen. Das heißt, ich wusste, okay, irgendjemand, der das öfters handelt, handelt das jetzt auch. Ich weiß auch, dass er im Großen und Ganzen hier unten, so in diesem Bereich, ausgebrochen ist. Das heißt, hier musste ich aufpassen, dass ich eine sogenannte, dass ich hier ich nenne es mal Price Action auf die andere Seite kriege. Das heißt, wir haben hier nur den Retest und laufen wieder nach oben. Weil diese Kerze war ja auch noch gar nicht fertig gewesen. Ich habe nur gesehen, Druck nach unten. Und dann habe ich ja ein festes Muster nach unten hin. Sehen wir hier schön. Und einen sogenannten TP1, den ich rausgenommen habe. Warum ist das für mich immer wichtig? Ich kann den ganzen Tag handeln und ich kann auch den ganzen Tag immer wieder meine Setups abspulen, die zu 80% aufgehen. Und das Schlimmste, was mir allerdings passieren kann, ist, ich handle irgendwas und komme abends dreckig aus der Geschichte raus. Nur weil ich dieses kleine Konto nicht zum Leben brauche, heißt das nicht, dass ich mein Future-Konto nicht auch zum Leben nicht brauche, sondern dass ich von Luft und Liebe, aber beziehungsweise von Luft und Liebe und des Trainings willen arbeiten kann. Deswegen ist es wichtig, immer wieder kleine Positionen rauszunehmen. Und ich weiß, es gibt da draußen diese sogenannte Retailer-Schule, die euch sagt, CAV 2 zu 1 müsst ihr unbedingt haben.
Ihr könnt euch aber mal selber fragen, wenn ihr eine doppelte Strecke laufen lassen wollt, wie hoch ist die Chance, dass er dort dreht? Wie hoch ist ist die Möglichkeit, dass er euch in den Take-Profit reinsetzt? Und vor allen Dingen, wie hoch ist die psychische Hürde, um dieses komplette 2 zu 1 abzuspulen? Und dann bei der Trefferquote. Ich setze immer dagegen Psychologie. Habe ich eine Trefferquote von 80 bis 90%, dann kann ich mir doch viel, viel, viel mehr Fieldtrades leisten. Und wenn ich in der Lage bin, ein Trade, wie wir das hier sagten, wenn der jetzt nicht zieht, habe ich ja hier in diesem Bereich gesagt, wenn er jetzt hier nicht zieht und ich kriege die sogenannte Gegenbewegung, wäre ich irgendwo hier rausgegangen. Das war mein absoluter Hardstop hier oben gewesen. Ihr müsst zusehen, wenn ihr das berufstätig machen wollt, dass ihr am Tagesende einen Plus über habt, was jetzt nicht nur ein paar Cent sind, sondern was ein reguläres Plus ist. Wenn ihr das im Future gemacht hättet, wäre das auch ein bisschen mehr gewesen, was da übergeblieben wäre. Aber das muss man in Korrelation setzen. Und deswegen nochmal diesen Trade immer recht früh ein bisschen was rausnehmen, so ungefähr nach 1 zu 1. Nach 1 zu 1 nehme ich immer die Hälfte raus. Und setzt das Ding break even. Ist für mich ganz, ganz wichtig. Von der Psyche her. Viele Gewinner-Trades zu einem halbwegs guten CAV macht mir natürlich wieder die Psyche kaputt, macht mich glücklich. Und ich sage mal, wenn ich am Tagesende mit 2,5 oder 3% irgendwo rausgehen kann, okay, dann sind es keine 10%, aber es läuft halt einfach. Und du hast nicht immer diesen krassen Drawdown, wo du drin steckst. Wenn ich viele Paare handle, viele Paare auf Swings handle, dann habe ich immer diesen extrem hohen Drawdown manchmal, wenn ich diese Positionen dann setzen muss. Weißt du, Christian, das ist bei euch, glaube ich, auch so, ne? Dass du dann wirklich mal einen Rückgang vom Konto hast, auch über Tage, dass sich das Ding im Minus aussetzt, richtig? Logisch. So, und das ist was. Da habe ich keinen Nerv drauf. Das ist für mich ein absolutes No-Go. Wenn ich morgens aufstehe und eine rote Zahl sehe auf meinem Handy, dann ist der Tag meistens für mich gelaufen. Das ist auch so der Grund, warum ich sage, 4 bis 6 Verlusttage im Jahr, mehr solltest du eigentlich nicht machen. Na gut, das ist natürlich immer die Sache vom Trading-Anspruch, Erwartungswert, Schrägstrich statistische Ergebnisse oder auch Erkenntnis dessen, dass du weißt, was du wie zu tun hast. Da haben ja viele auch, sag ich mal, wenn man gerade einsteigt, keinen Erwartungswert zum eigenen Trading oder meistens auch eine fehlende Strategie, was damit einhergeht. Ne? Das ist natürlich auch je nach Strategieansatz. Du bist ja sozusagen auch gern an der da die mit engen Stopp und hoher Trefferquote arbeitet. Das ist natürlich auch ein Ansatz, dem auch wiederum nicht jeden so in die Wiege gelegt ist. Ne? Nee, das ist aber Übung und Auswertung. So wie nachher setze ich mich hin und gucke mir das nochmal ganz in Ruhe an. Dann packe ich meine Kopfhörer auf. Und dann werde ich mir diesen Trade hier nochmal angucken und ich werde mir auch den ganzen Kursverlauf nochmal anschauen. Deswegen hatte ich vorhin, da hat man ja auch so ein bisschen gesehen, hier immer so mal die Fotofunktion gedrückt. Dann gucke ich mir an, was hast du auf der einen Seite bei JFD gesagt? Und ich habe ja auch hier, wenn man das mal so sehen kann, JFD Live da stehen. Das heißt, alle Trades werden jetzt im Normalfall immer unter JFD Live gemacht. Das heißt, alles werte ich aus, hättest du mehr machen können. Zum Beispiel hättest du hier handeln können. Ich weiß für mich, dass ich da hätte nicht handeln können. Ich weiß, dass ich zum Beispiel hier den einen Trade hätte vielleicht doch mitnehmen können. Aber ich weiß auch im Umkehrschluss, okay, da sind ganz, ganz viele Leute, die gucken dir zu. Da gibt es Fragen immer so ein bisschen. Und da muss man ein bisschen aufpassen. Auch für mich ist das ja ganz neu hier zu machen. Und ich sag mal, die ganzen Leute, die mir hier zugucken, die kennen mich ja noch gar nicht. Und deswegen sagte ich ja, vormittags ist auch mal ein bisschen einfacher eigentlich für mich, da wirklich zu handeln. Aber wie du Das schon sagst, werden wir bei bitte? einem neuen Termin, werden wir bei einem neuen Termin berücksichtigen, auf jeden Fall. Und wie gesagt, für mich ist eine absolut, das Wichtigste ist eine hohe Trefferquote. Schnell Break-Even ziehen können. Und so ein Trade, der darf allerhöchstens 1, 2 Minuten, vielleicht mal 5 Minuten im Minus rumdümpeln. Also wirklich wenn der 5 Minuten im Minus ist, dann überlege ich mir schon, boah, machst du das Ding nicht zu, suchst du dir einen besseren Einstieg.
Weil ich kann das einfach nicht haben. Ich bin dafür vielleicht ein bisschen zu alt, als dass ich da großartig mein Konto im Minus drin haben möchte. Und dann musst du ja auch noch überlegen, ob du vielleicht doch noch einen Trade mitnimmst. Hast ja nur einen 30er-Hebel da drauf. Und da musst du ja noch mal überlegen, Mensch, willst du den nächsten Trade noch mitnehmen? Und oh Mann, du bist sowieso schon 0,7% im Minus. Nee, da habe ich gar keine Lust drauf. Deswegen schnell rein, schnell raus, Mickey Maus. Das ist das, was wir bei uns machen. Und das ist auch so das, was wir im und das, was ich immer sage. Der Markt ist unberechenbar. Und ihr wisst nicht, was in 5 Minuten für eine Nachricht kommt. Und wir haben halt gehandelt, obwohl die ganze Nachrichtenlage im Hintergrund gewesen ist. Weil wir uns einfach nur der Marktstruktur und den Marktteilnehmern bemächtigt haben, die da sind. Eigentlich ganz einfach. Das klingt aus deinem Mund in der Tat relativ einfach, sozusagen. Aber da steckt natürlich viel Schweiß und Blut und Ausbildung dahinter und natürlich auch Zeit, die man zwangsläufig investieren muss, klarerweise. Ja, zu Ja, fallen tut einem das nicht, ne? Das sind ja schon Erkenntnisse, die sich über Jahre aufgebaut haben. die gebe ich auch so weiter. Das ist Okay. ja, deswegen mache ich ja jeden Morgen mache ich einen Live und gebe das der, ich sag mal, erzähle ich so ziemlich allen da draus. Klar, wenn es dann in die private Betreuung geht, dass wir wirklich den Leuten eins zu eins zeigen, das können wir auch nicht alles so machen. Aber im Großen und Ganzen, unsere Setups, die wir abspulen, was wir in den etwas höheren Frames handeln, das bringt da draußen, das ist doch gar kein Problem. Ich kann mich jeden Tag wieder neu an den Markt anpassen. Aber es gibt da ganz, ganz viele Leute draußen, wie ich das ganz am Anfang schon sagte, die verlieren ihr Geld und ich nehme mir euer Geld weg. Oder meine Schüler nehmen sich euer Geld weg. So hart sich das auch anhören mag, aber das ist Trading. Das ist Börsenhandel. Einer gewinnt, Hunderte verlieren. Ja, musst du auf der richtigen Seite stehen, definitiv. Richtig, und deswegen machen wir sowas für hier bei JFD. Deswegen hat JFD zum Beispiel ein super Ausbildungsprogramm, auch mit dem Dennis Gürtler. Wir haben bei uns ja auch über World of Trading mal ein bisschen zusammengesetzt. Deswegen zeigen wir euch das, was wir machen. Weil ich glaube, weder der Dennis ist darauf angewiesen, von euch irgendwie, was nimmt er? Ich glaube, ein paar Euro oder was für seine Ausbildung. Noch ich bin darauf angewiesen, noch der Christian ist dafür angewiesen. Allerdings, wo wir ein bisschen darauf angewiesen sind, ist das positive Feedback, was wir bekommen oder auch, dass ihr hier in die Chats einfach reinschreibt, mitarbeitet. Das ist für uns extrem wichtig, weil dafür machen wir das. Das ist übrigens der Grund, warum ich meinen YouTube-Channel stillgelegt habe. Na, ist auch eine Art und Weise, klar. Je nachdem, welchen Kanal du bedienst. Insofern finde ich es ja ganz spannend. Und da gerade den Aufruf nochmal von dir. Gern, wie gesagt, per E-Mail unserem Support at jfdbank.de. Ich werde die E-Mail gleich mal reinschicken, beziehungsweise vielmehr auch in den Chat stellen, unsere Kontaktseite. Da könnt ihr euch gern kurz im Chat melden, beziehungsweise Chat haben wir ja auch hier. Aber wenn ihr da per E-Mail kommuniziert, da steht jetzt jfdbank.com, ist völlig egal, ob com oder .de, es findet alles sein Ziel. Aber da seid ihr gern aufgerufen, uns hier gern konstruktives Feedback zu geben und unserem Support. Und dem lieben Sascha werde ich das natürlich dann auch weiterleiten. So, was sind jetzt deine Pläne? Was sagst du jetzt an? Jetzt haben wir es gleich 16:30. Wir haben tatsächlich, es muss ich sagen, sehr schnelllebig gewesen, gefühlt für mich, die 1,5 Stunden gut rumgebracht, beziehungsweise du hast uns auch durchaus einige Einblicke gegeben. Jetzt lauerst du hier nochmal auf einen möglichen Einstieg, beziehungsweise justierst noch mögliche Tendenzen. Ja, du hast mir gerade die Zeit gesagt. Ich wollte gerade sagen, läuft bis hier runter und dann abwarten, ob ich hier eine Bewegung nach oben hinbekomme. Wenn wir übrigens das nächste Live-Trading machen, dann müssen wir mal gucken, wie wir das ein bisschen mit den Fragen machen. Also um 16 Uhr habe ich übrigens dann nicht ganz so viel Zeit, das zu beantworten. Da wird es ein bisschen stiller sein. Aber ich gehe durchaus nochmal davon aus, wir laufen nochmal ein bisschen in die Zone rein, um dann nach oben zu drehen, wie du gerade sagtest, mit den Lauern. Und da nochmal der Entry Point gewesen. Ich hatte gerade nochmal geguckt, kriege ich da nochmal ein 1 zu 1 zusammen nach unten hin. Das heißt, unten rote Zone sollte jetzt hinlaufen und dann nochmal den Long zu setzen. Nur kann ich halt damit nicht gewährleisten, dass ich um genau Viertel vor fertig bin.
Wie gesagt, das Webinar-Feedback auf aktuellem Level sehr, sehr gut. Witzig ist aber auch, was Detlef gerade schreibt, wenn ich das mal zitieren darf. Okay, der heutige Auftritt ist super, spiegelt das wieder, was mir jeden Tag passiert. Sag an, Detlef, was passiert dir jeden Tag vielleicht, um das nochmal aufzunehmen, den Ball. Ansonsten, ja, sehr positives Feedback bislang, Sascha. Freut mich für dich, für uns auf jeden Fall, dass wir die Zeit gut gefüllt haben, beziehungsweise auch was rüberbringen konnten. Das ist ja mal enorm wichtig. Und ansonsten, was sagst du der Aussage vom Detlef, dass es das ist, was ihm jeden Tag passiert? Also ich weiß jetzt nicht genau, was da anspielt, aber es ist wahrscheinlich genau das. Man geht einen Trade ein, der Trade läuft dann genau in deinen Stop-Loss rein, man ärgert sich über den Broker etc. pp. Und genau da drehen die Trades und man verliert Geld oder steht morgens auf mit einem Minus auf dem Konto oder man macht irgendwelche irrelevanten Trades. Irgendwo gehe ich mal ganz stark davon aus, habe ich jetzt genau gerade deinen Nerv getroffen, weil genau das ist das, was ich sag mal, auch der Retailer-Schule bei YouTube zum Beispiel beigebracht wird, von denen, die semi-optimal irgendwie so ein bisschen was handeln. Vielleicht auf dem einen oder anderen YouTube-Channel, die nicht qualifiziert sind, sowas zu machen. Weil genau das sind nämlich die Fehler, die beim klassischen Retailer immer wieder vorkommen. Ewig lange Positionen laufen lassen. Du brauchst ein ewig riesiges Konto, hast dann deine Stops irgendwo gesetzt, weil du nicht genau weißt, Mensch, da kann noch mal ein nachlaufendes Hochkommen etc. pp. Frage, Detlef, habe ich damit genau das, den Nerv getroffen, den du damit ansprechen wolltest? Wir warten noch auf Feedback. Ich denke, René lässt das erstmal auf sich wirken. Aber ansonsten nochmal für dich als Feedback sehr gut informativ. Wir machen das genau richtig. Hier wird auch nochmal Bezug zum lieben Tietje genommen, der auch in den letzten Tagen sehr schwer hatte, den DAU ein Stück weit sauber abzuhandeln, weil du es vorhin auch ansprichst. Detlef jetzt gerade, jo, als Feedback zurück. Alles gut. Insofern gut gemacht, Sascha. Den Nerv getroffen auf den Punkt. Freut mich in jedem Falle. Sehr gute Weiterbildung auch vom Klaus an der Stelle. Also wie gesagt, gutes Feedback durch die Bank weg. Also ich denke mir, wir müssen ja sozusagen jetzt auch nicht überreizen, gerade weil die Aufzeichnung dann auch wahrscheinlich Überlänge nimmt. Wobei wir hatten auch schon, wie gesagt, Events, die auch schon 3, 4 Stunden gingen. Wenn wir das angekündigt haben, ist es natürlich immer wieder wichtig. Aber jetzt kommt Ihr klasse Webinar, super informativ, gern mehr davon, konnte einiges mitnehmen. Vielen lieben Dank, Matthias. Rolf schreibt auch, hat Spaß gemacht. Also insofern würde ich mal sagen, mit diesem Blumenbeet, auch Chris schlägt ja mit super Webinar die letzte horizontale Linie. Warum fragt jetzt der Klaus noch die letzte horizontale Linie, die du jetzt sozusagen, ich glaube, die tiefere, die du da jetzt sozusagen in dieses Dreieck, in dieses symmetrische, ist ja nicht eine Art Feindesdreieck gezeichnet hast, ne? Diese hier. Mir geht es eigentlich nur um das 1 zu 1, ob es nach unten hin nochmal runtergezogen hat, ob er hier nochmal reingeht. Ist nur für mich gleichwertig wichtig für die Auswertung, dass er vielleicht zum Beispiel seine 1 und 1 nicht mehr abarbeitet, weil das habe ich jetzt zwei, dreimal gesehen, dass es nicht mehr macht. Nur für mich gleich zur Auswertung. Deswegen ist das da drin, dass ich es nicht vergesse. Frage an den Detlef, wenn du möchtest, du findest mich bei Google. Wenn du da wirklich was dran ändern möchtest, Google mich, guck, irgendwo kannst du mich anschreiben, schreib mir eine E-Mail oder sonst irgendwas. Ich gebe dir mal einfach 14 Tage bei uns Einblick. Kannst du dir 14 Tage bei uns angucken? Ich glaube, damit können wir so ein bisschen mal den Kopf ein bisschen klarer kriegen, was der Börsenhandel wirklich ist. Weil wer sich hier in so ein Webinar reinstellt und sagt, ja, genau, das sind meine Probleme. Ich bin nicht profitabel, ich verliere Geld. Dem sollte man hier vielleicht doch mal das ein oder andere an Sonderleistungen geben. Ist meine Meinung. Ich weiß, mein Management dreht nachher wieder durch, wenn ich sowas zu oft mache. Okay, das ist mein Statement. Also wie gesagt, ich kann dir nur anbieten, Sascha, du kannst auch gern, wir können uns ja dann nochmal im Nachgang kurz schließen, was wir sozusagen der Aufzeichnung beilegen. Wie gesagt, da kriegt's ja, wie gesagt, die Aufzeichnung, liebe Teilnehmer, und da werde ich auch gerne einen Link von dir setzen, wo jeder nochmal persönlich mit dir Kontakt aufnehmen kann. Ansonsten hast du meine, wenn ich nicht ganz komplett irre, auch eine Webpräsenz. Wie gesagt, kann den Link auch gerne hier teilen. Das ist überhaupt kein Problem. Ansonsten können wir das auch in die E-Mail per Nachbearbeitung sozusagen raussenden, sodass da auch auf jeden Fall Kontaktaufnahme ohne jetzt Google weiß mittlerweile alles, das wissen wir. Aber da können wir auch den Direktlink natürlich sharen. Das ist überhaupt kein Problem, Sascha. Klar, wie gesagt, Facebook bin ich vertreten, das ist meine Frau, die das macht. Und also wie gesagt, ich bin da auf allen Kanälen erreichbar. Und wenn die Nachricht halbwegs nett verfasst ist, dann kommt sie auch zu mir auf meinen Schreibtisch. Das ist doch mal ein Wort. Ich würde sagen,
Lieber Sascha, ich danke dir auf jeden Fall für deine Zeit. Lebenszeit, kostbare Zeit, unwiederbringbare Zeit. Und freue mich auch, dass du, wie gesagt, uns hier so wirklich, ich will sagen, Ausbildungsinhalte und Vorgehensweisen vermittelt hast, aber auch unterhalten hast. Ich denke, es war, und das ist das Feedback in der Hinsicht sozusagen mal voll zitiert, eine sehr, sehr runde Sache, hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht. Das Feedback ist gut. Es kam übrigens auch vom Jan, der muss oder da muss eine Serie mit Sascha her. Also insofern, Sascha, ich denke mir, das ist insofern ein schöner Einstieg gewesen. Das Debüt ist meines Erachtens auch gelungen. Du hast hier kein Hardcore-Scalping nach oben und unten gemacht, aber du hast die Trades, die Vorgehensweisen gut erklärt und hättest theoretisch wahrscheinlich den zweiten Nasdaq-Short auch genommen, wenn wir da jetzt nicht gerade wieder über einem anderen Chart gesessen wären. Ich sage aber auf jeden Fall an der Stelle danke für deine Zeit. Hat mich auf jeden Fall gefreut. Ich werde mir gleich nochmal einen kleinen Schluck Wasser gönnen. Du wahrscheinlich auch. Hast jetzt wirklich lange durchgepusht. Bist es zwar gewohnt jetzt im Rahmen deiner Routine, aber ich sage auf jeden Fall danke für deine Zeit. Danke für die Zeit aller Anwesenden, die hier wirklich super durchgehalten haben, auch interagiert haben. Das nächste Mal können wir da auch noch gern ein bisschen mehr mit Frage-Antwort noch dahergehen. Aber ich würde sagen, Sascha, eine ganz runde Sache und vielen, vielen Dank insofern an dich. Danke. Und ich bedanke mich natürlich auch bei allen, die sich die Zeit genommen haben, um hier gewesen zu sein, sich das hier angeschaut haben und ihre Lebenszeit damit auch verbracht haben, sich den Handel anzugucken, den der leider nicht allzu viel hergegeben hat. Aber wie gesagt, vormittags ist meistens dann doch eine etwas bessere Phase zum Handeln. Und das Feedback war gut. Die erste Vorlage hast du übrigens schon zur Serie. Kannst du dir angucken? Super, also wie gesagt, freut mich in dem Falle, das ist doch schon mal ein Thema. Also da, wie gesagt, komme ich gern drauf zurück, würde dann so langsam den Saft abdrehen. Ich sage auf jeden Fall nochmals danke für die Zeit, Lebenszeit kostbar, du hast es schon gesagt, lieber Sascha. Und insofern wünsche ich dir auch noch einen Feierabend. Wir haben morgen Thanksgiving, die Volatilität ist sicherlich jetzt nicht der Mega-Reißer, insofern müssen wir uns da auch kein Bein ausreißen. Es ging ja vielmehr auch um die Trade-Vermittlung und ich sage mal, das nächste Mal der Live-Event gerne auf 11 Uhr. Ich denke, da haben wir auch noch vor der Mittagspause ein Stück weit noch was am Markt zu vernaschen und da freue ich mich drauf. Also, insofern, wir verbeugen uns, sagen vielen, vielen Dank für die Zeit und insofern wünsche ich euch allen noch einen wunderschönen Einstieg in den Mittwochabend und Aufzeichnungsmailer geht, wie gesagt, in den nächsten Tagen. Ich schätze morgen oder spätestens Freitag auf jeden Fall raus. Also, danke Sascha, danke an alle und freue mich, wenn wir uns hier und da wiedersehen und das nächste Mal gibt es auch kein Gross mit dem JFD-Devisenradar-Webinar, weil da kamen auch noch zwei, drei Anmerkungen. Keine Sorge, das war jetzt einfach aufgrund von Thanksgiving eine Notwendigkeit, aber mich hat es gefreut, dass ich den Sascha hier euch vorstellen durfte und insofern auf ein neues, auf bald und ich hoffe, es dauert nicht so lange, bis wir uns wiederhören und sehen. In dem Sinne, fette Beute euch. Sascha, wir schließen uns noch mal kurz. Ich wünsche allen eine gute Zeit und dir obliegt das Schlusswort, bevor ich den Saft abdrehe. Ja, wie gesagt, ich wünsche euch noch gute Trades. Ich hoffe, dass es irgendwann, stellt man die Uhr danach, 19 Uhr ungefähr ausbrechen wird, 19, 20 Uhr, da wird Bewegung zukommen. Die Bewegungen werden wahrscheinlich wieder sauberer werden, aber wie gesagt, heute nicht. In diesem Sinne, allen einen wunderschönen Abend noch. Macht's gut und wir hören uns auf jeden Fall wieder. Ciao, ciao. Ciao.